Ich darf Sie also ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Markus Raschke. Ich bin von Protect the Planet, Gesellschaft für ökologischen Aufbruch. Wir sind eine kleine NGO aus dem Süden von München, die das Vergnügen hat, mit all denen, die hier in der Präsentation zu sehen sind, diese Veranstaltungsreihe zu machen, jetzt zum Thema Nachhaltigkeit, soziale Transformation. Wir machen das gemeinsam mit Helmut Paschlau. Und wir sind eine kleine NGO, die durch die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr zum Beispiel von sich reden gemacht hat, bei dem ein Recht auf Zukunft garantiert wird. Und das erfordert natürlich auch, dass alle daran zusammenarbeiten, eine bestmögliche Zukunft zu ermöglichen. Und ich denke, das ist eine gute Überleitung, denn es gibt sehr starke Ziele für die Zukunft. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie da sind, Herr Hasenkamp, und darf dann die Worte an den Moderator Helmut Paschlau übergeben. Helmut, bitteschön. Herzlichen Dank. Auch ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Sie kennen meinen Spruch, alle die Menschen da draußen an ihren Bildschirmen zu unserer heutigen Protect the Planet Veranstaltung. Wir mussten gestern kurzfristig umsteuern, weil der heutige Referent aus beruflichen Gründen sein persönliches Kommen aus Berlin absagen musste. Seien Sie also herzlich willkommen über Technik, über Zoom. Hybrid, live im Saal einerseits und parallel online hat ja durchaus Vorteile, aber nicht immer klappt es. So ist die Welt. Super, dass Sie heute da sind. Wir haben über 65 Anmeldungen und einen ganz heftigen Gegner, nämlich das tolle Biergartenwetter. Aber ich sehe, da kommen schon die Gewitterwolken. Also kommen Sie lieber zu uns, lassen Sie das mit dem Biergarten. Schön, dass Sie da sind. Ich bin Helmut Paschlau, ich habe die heutige Veranstaltung ehrenamtlich für Protect the Planet München wieder organisiert. Und zwar in Kooperation mit all diesen Organisationen, die Sie da auf dem Eingangsbild sehen. Ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr wie immer weiter mitmacht. Zunächst mal in der Sommerpause über das Programm in der zweiten Hälfte und reden wir dann später. Mein Job ist jetzt heute in gebotener Kürze und Transparenz durch die Veranstaltung zu leiten. Und dabei muss ich immer auf die Uhr gucken, das kennen Sie auch schon. Nach meiner Anmoderation wird Herr Hasenkamp seinen Vortrag halten. Dann steigen wir ein in die Frage- und Diskussionsrunde mit Ihnen im Chat. Haben Sie schon gehört, Sie können ab jetzt Kommentare, Fragen in den Chat schreiben. Ich fasse sie dann zusammen und filter sie hoch. Und dann kommen wir erfahrungsgemäß gut in die Diskussion. Also unsere aktuelle Veranstaltungsreihe von März bis jetzt heute, die letzte Veranstaltung in dieser Serie, heißt Nachhaltigkeit, soziale, ökologische Transformation. Für die, die nicht schon mal dabei waren, ich wurde ja immer gleich gefragt, warum macht ihr denn das so kompliziert? Was ist denn der Unterschied? Nochmal ganz kurz die Begründung. Nachhaltigkeit ist eine Zustandsbeschreibung, ist eine Zielvorstellung, die Social Development Goals, SDGs der Vereinten Nationen von 2015, werden wir nachher noch ausführlich hören. Dagegen die große Transformation, das ist der Weg, der Prozess dorthin. Deshalb haben wir in den letzten Monaten ausführlich beides beleuchtet. Einmal das Thema, was ist Nachhaltigkeit? Und dann, wie kommen wir da hin? Große Transformation. Sicher nicht nur, wenn Ökologie und Soziales, so wird das meist nur zusammengefasst, das wird nicht ausreichen, sondern auch Kultur und. Und deswegen haben wir ja in dieser Serie Veranstaltungen mit dem Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung gehabt, dem Rat nachhaltiger Entwicklung, der Hochschule für Philosophie hier in München, dem Deutschen Klimarat, den Transformateuren und heute eben der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Fein, ein ganz kurzer Ausblick. Im November machen wir nochmal einen Nachklapp mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Erkläre ich nachher noch. Womit wir beim heutigen Thema wären, Ziele nachhaltiger Entwicklung weltweit. Ich wiederhole, was Sie alles wissen. Die planetaren Grenzen unseres Handels sind längst erreicht und teils überschritten. Die menschengemachte Klima-
Krise bedroht unsere unmittelbaren Lebensgrundlagen. Gerade haben wir Brände einerseits und Überflutungsereignisse andererseits erlebt. Bereits am 4. Mai 2022, also früher, noch früher als die Vorjahre, war in Deutschland der Overshoot Day. Also Deutschland hat Anfang Mai bereits alle Ressourcen für dieses Jahr verbraucht, die die Natur in einem Jahr wieder bereitstellen kann. Die Menschheit bräuchten 3 Erden, wenn alle so leben würden wie wir in Deutschland. Das kann Mensch nicht oft genug wiederholen, auch wenn derzeit wegen Krieg nicht gerade aktuell erscheint. Aber dass das nicht so bleiben kann, dass wir als Menschheit nicht auf Dauer mittels Überausbeutung natürlicher Ressourcen, zunehmende Erderhitzung, heftigem Artensterben und so weiter leben können auf Dauer. Die Erde braucht bekanntlich uns nicht, aber wir brauchen die Erde. Und deshalb haben wir ja heute jemanden eingeladen, der uns einen Überblick verschaffen kann, wie es um die Ziele nachhaltiger Entwicklung weltweit steht. Die SDGs wurden ja 2015, also vor 8 Jahren, von den Vereinten Nationen beschlossen, und zwar für alle Staaten der Welt, nicht nur, ich bin so frech, denen da unten, sondern auch wir im reichen westlichen kapitalistischen System, wir haben Nachholbedarf, müssen noch weite Wege gehen. Und weit ist ziemlich kurz. Die SDG-Ziele sollen ja bis 2030 vollendet sein. Da haben wir Halbzeit. 8 Jahre ist quasi übermorgen. Wie schwierig große Transformationen sind, sehen wir ja gerade, wenn es um die Loslösung von fossilen Brennstoffen und deren Abhängigkeiten geht. Wie also ist der Stand der Umsetzung von Nachhaltigkeit in aller Welt? Sind wir in Europa vorne dran, wie wir ja immer behaupten? Oder doch nicht? Wie also sieht es aus, Herr Hasenkamp? Schön, dass Sie bei uns sind, dass Sie trotz Stress, Berufsstress, die Zeit sich jetzt nehmen konnten und genommen haben. Vielen Dank. Ihnen, meine Damen und Herren, darf ich Herrn Hasenkamp kurz vorstellen. Oliver Hasenkamp ist beruflich bei der Deutschen Gesellschaft für Vereinte Nationen. Seit 2016 Referent für Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere zu nachhaltiger Entwicklung und internationaler Klimapolitik, also heute absolut einschlägig. Hasenkamp ist Politikwissenschaftler, hat an der Freien Uni in Berlin studiert, der Universität Potsdam und der University of Auckland in Neuseeland. Und er ist unter anderem ehrenamtliches Mitglied im Vorstand des Vereins Pazifik Netzwerk e.V. Wer von Ihnen sich erinnern mag, Hasenkamp hat im Februar schon mitgewirkt an unserer Veranstaltung zu Klimaflüchtlingen. Das war sehr eindrucksvoll. Gut, also nochmal heftigen Dank an Sie, Herr Hasenkamp, dass Sie heute bei uns sind. Sie haben das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Paschlau. Vielen Dank, Herr Raschke. Ich bedanke mich auch für die erneute Einladung und finde das wirklich ganz, ganz toll, muss ich jetzt mal sagen, seitdem ich im Februar eben hier gewesen bin, so ein bisschen mitbekommen habe, seitdem ich auf dem Verteiler stehe, was für eine ja wirklich tolle Reihe sie hier auf die Beine gestellt haben. Und ja, freue mich, dass ich jetzt ja sogar in gewisser Weise der Schlussredner für diese Reihe heute bin und wir heute den Blick ein bisschen von Deutschland, von der Situation hier bei uns nochmal weiten auf die große, weite Welt, in der die Ziele für nachhaltige Entwicklung ja auch beschlossen worden sind, eben bei den Vereinten Nationen. Und ich glaube, das eine, was wir heute tun wollen, ist wichtig, ohne das andere, was jetzt heute nicht so sehr im Fokus steht, zu lassen. Denn ein ganz wichtiges Verständnis, das haben Sie auch schon angedeutet, Herr Paschlau, von den SDGs, von den Zielen für nachhaltige Entwicklung, ist natürlich, dass sie für alle Länder gelten und dass sie gerade auch eine Aufgabe für uns hier in Deutschland sind, wo eben, werden wir später schon auch noch mal kurz sehen, eben vieles nicht so läuft, wie es laufen sollte. Aber gleichzeitig gilt eben auch, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die SDGs, sind auch eine entwicklungspolitische Aufgabe, sind eine
Aufgabe für die internationale Gemeinschaft, das heißt für die Vereinten Nationen. Und darauf wollen wir heute besonders blicken. Vielleicht noch ganz kurz, mir tut es sehr leid, dass ich jetzt heute nicht bei Ihnen in München sein kann, freue mich aber, dass das auf diesem Wege jetzt online funktioniert. Ich teile jetzt auch mal meinen Bildschirm, hoffe, dass den alle sehen können. Und habe hier mal einen kurzen Überblick dessen, was ich heute vorhabe mit Ihnen. Ich möchte gleich zu Beginn noch mal kurz auf die SDGs eingehen. Die SDGs als Vision, aber eben auch als einen Kompromiss, einen Verhandlungskompromiss. Möchte dann auf die Begrifflichkeiten Nachhaltigkeit und Entwicklung schauen und wie und wieso das wichtig ist, das zusammenzudenken und dass das zusammenhängt. Dann, das hatte ich gerade schon gesagt, kurz auch auf das System der Vereinten Nationen schauen und unterstreichen, warum die Vereinten Nationen als Weltorganisation nicht nur für die Verabschiedung, sondern auch für die Umsetzung der SDGs wichtig sind. Und dann tatsächlich schauen auf den derzeitigen Stand der Umsetzung und dabei nur beispielhaft einige von den vielzähligen Herausforderungen, vor denen wir weltweit stehen, herausgreifen. Und freue mich dann natürlich auch sehr, abschließend noch mit Ihnen in eine Diskussion einsteigen zu können. Bevor ich inhaltlich beginne, vielleicht noch 2, 3 Sätze zur Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, zu meinem Arbeitgeber. Die DGVN ist bereits 1952 gegründet worden und setzt sich seitdem in Deutschland kurz zusammengefasst dafür ein, dass man für globale Herausforderungen auch versucht, internationale gemeinsame Lösungen zu finden. Und unserer Meinung nach sind die Vereinten Nationen da die geeignete Plattform, einfach weil in den Vereinten Nationen nahezu alle Staaten der Welt vertreten sind und damit einfach dort legitimere Entscheidungen fallen können als beispielsweise in Gremien wie G7 oder G20 beispielsweise. Was wir praktisch tun, ist, dass wir durch Veranstaltungen, durch Bildungspublikationen, auch durch UN-Berichte, die wir in die deutsche Sprache übersetzen, durch interaktive Seminare, zum Beispiel zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung, dass wir durch Projekte an Schulen in Deutschland gegenüber der breiten Bevölkerung versuchen, die Vereinten Nationen und ihre Ziele bekannter zu machen, aber auch auf die deutsche Politik einwirken, um eben auch gegenüber der deutschen Politik deutlich zu machen, dass es international gemeinsame Vorgehensweisen braucht und dass Deutschland sich in die Vereinten Nationen auch stark einbringt, finanziell, auch personell einfach durch, indem man die Beschlüsse der Vereinten Nationen, dazu zählen natürlich auch die SDGs, auch in Deutschland umsetzt. Dabei möchte ich es an der Stelle belassen. Wer mehr wissen will, kann sehr, sehr gerne auf unserer Website www.dgvn.de schauen, welche wirklich vielfältigen Aktivitäten wir anbieten. Da gibt es auch ein Newsletter, um sich einmal im Monat mit Informationen, Einladungen zu unseren Veranstaltungen beschicken zu lassen. Und wer mehr wissen will, kann mich auch gerne dann später oder im Nachgang per E-Mail noch ansprechen natürlich. Die SDGs, um jetzt inhaltlich zu starten, das werden die meisten von Ihnen wissen, beschreiben ja vereinfacht gesagt, wie eine bessere Welt im Jahr 2030 aussehen soll. Beinhalten Ziele wie die Überwindung von Armut und Hunger, die Reduzierung von Ungleichheiten, Geschlechtergleichstellung, ebenso wie den Schutz der Umwelt und den Schutz des Klimas. Und ich denke, die meisten von Ihnen wissen auch, dass sich diese 17 Ziele aus insgesamt 169 Unterzielen zusammensetzen, von denen ich hier nur mal ganz, ganz willkürlich sozusagen ein paar auf diese Folie getan habe, auf die ich jetzt auch nicht näher eingehen möchte. Aber ich finde das immer ganz, ganz schön, zumindest einige der Unterziele zu zeigen, um deutlich zu machen, dass die SDGs schon sehr, sehr viel greifbarer, sehr, sehr viel konkreter sind als das, was diese, ja, ich überspitze jetzt vielleicht ein bisschen diese plakativen Überziele auf den ersten Blick vermuten lassen. Und wenn man dann noch eine Ebene tiefer gehen würde, gibt es für diese 169 Unterziele ja auch noch Indikatoren, die zum Teil noch umstritten sind.
um ja die Messung, und dazu werden wir später noch kommen, der Umsetzung auch möglichst genau überprüfen zu können. Ich möchte hier vielleicht nur zwei, drei der Unterziele mal ganz kurz herausgreifen und ansprechen, insbesondere das erste, das Unterziel 1.1, in dem es heißt, extreme Armut soll beseitigt werden. Und extreme Armut ist derzeit im UN-System definiert als weniger als 1 US-Dollar 90 pro Tag zur Verfügung zu haben. Das ist natürlich ein Ziel, was für ein Land wie Deutschland jetzt erstmal vielleicht nicht das wichtigste Ziel im eigenen Land ist, weil die Anzahl der Menschen, die weniger als 1 US-Dollar 90 umgerechnet hier zur Verfügung haben, die ist relativ überschaubar. Aber genau deshalb gibt es eben auch ein weiteres Unterziel in dem Ziel 1 zur Reduzierung von Armut, das dann eine relative oder in dem es darum geht, die relative Armut auch zu reduzieren. Das heißt, schon wenn man sich die Unterziele der SDGs anschaut, sieht man, dass die sich zum Teil auch an unterschiedliche Staaten vielleicht in unterschiedlicher Weise richten. Genau, die anderen Unterziele können Sie ja sehen, die ich hier herausgegriffen habe. Da sind ganz unterschiedliche Dinge wie universelle Kenntnisse beim Lesen, Schreiben und Rechnen, die Verhinderung vermeidbarer Todesfälle bei Kleinkindern oder eben auch, das ist dann wieder ein Ziel, was sich auch gerade sehr, sehr stark an uns richtet, die Schaffung von bezahlbaren und nachhaltigen öffentlichen Verkehrssystemen. Das heißt, die SDGs sind wirklich eine große, eine breite Agenda und natürlich kann ich heute hier nicht auf alle Aspekte eingehen, sondern werde dann später einige Aspekte besonders herausgreifen müssen. Klar ist aber, die SDGs sind eine Vision. Eine Vision, die bis zum Jahr 2030 erreicht werden soll. Sie sind, das hatten Sie schon gesagt, Herr Paschlau, 2015 verabschiedet worden, und zwar durch alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und auch nicht nur durch irgendwelche Diplomatinnen, Diplomaten, sondern wirklich auf höchster politischer Ebene durch die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten und damit eben ja einfach nochmal ein bisschen anders als andere UN-Beschlüsse in ihrer auch politischen Bedeutung. 2015, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, war ja auch das Jahr, wo dann wenig später das Pariser Klimaabkommen verabschiedet worden ist. Und es war ein Zeitpunkt, von dem man gerade jetzt auch rückblickend von einem Momentum des Multilateralismus, also einem Momentum der internationalen Zusammenarbeit gesprochen hat. Und man muss heute ganz klar festhalten, und zwar auch nicht erst seit ja, der Zuspitzung auch der politischen Verhältnisse weltweit, sage ich mal, jetzt in diesem Jahr, sondern auch vorher schon ist das gesagt worden, dass die SDGs so in dieser Form heute vermutlich nicht mehr verabschiedet werden würden, einfach weil sich die globale Lage verändert hat und nach 2015 in vielen Ländern Politikerinnen, Politiker, Regierungschefs mit eher nationalistischer Ausrichtung, die sich von so einem internationalen Beschluss nicht so viel sagen lassen wollen, gewählt worden sind. Die SDGs sind auch gerade, wenn wir sie vergleichen mit ihren Vorgängerzielen, den Millenniumsentwicklungszielen, den MDGs, in einem vergleichsweise konsultativen Prozess unter Einbindung der Staaten, aber auch Einbindung durchaus zivilgesellschaftlicher Akteure entstanden. Und trotzdem muss man auch ganz klar festhalten, dass die SDGs eben nicht nur eine Vision sind, sondern auch ein politisches Verhandlungsergebnis. Und das auch um die einzelnen Ziele und die genaue Ausgestaltung der SDGs gerungen worden ist. Und das betrifft insbesondere diese drei Ziele, die ich Ihnen hier zeige. Maßnahmen zum Klimaschutz, das SDG 13. Da gab es doch eine ganze Reihe an Staaten in den Verhandlungen, die gesagt haben, wir haben ja diesen Prozess, der zum Pariser Klimaabkommen führen soll, dann brauchen wir nicht zusätzlich noch ein SDG zu Klimaschutz in der Agenda 2030, also in dem SDG-Zielkatalog. Ist sicherlich einer der großen Erfolge aus meiner Sicht der Verhandlungen, dass dieses Ziel dort aufgenommen worden ist. Weitere sehr umstrittene Ziele sind die Ziele 16, Zufrieden und Gerechtigkeit und starke Institutionen. Da steckt so ein bisschen auch
der Gedanke der guten Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, ein kleines bisschen auch Demokratie vielleicht mit drin und das Ziel 10 zur Reduzierung von Ungleichheiten. Und zwar Reduzierung von Ungleichheiten sowohl innerhalb von Ländern, aber auch zwischen Ländern, also zwischen dem sogenannten globalen Norden und dem globalen Süden. Und wenig überraschend ist SDG 10 deshalb ein Ziel, das vor allem von den Staaten des globalen Südens gefordert worden ist, wobei die dann auch nicht alle so ganz einverstanden damit gewesen sind, dass dann auch diese Dimension der Reduzierung von Ungleichheiten auch innerhalb von Ländern und Gesellschaften mit aufgenommen worden ist, während SDG 16 ein Ziel gewesen ist, was insbesondere von den europäischen Ländern, der USA und weiteren Staaten des globalen Nordens sozusagen gefordert worden ist und interessanterweise dann im Verhandlungsprozess auch irgendwann von China vorangetrieben worden ist. Und gerade zwischen 16 und 10 hat es sozusagen so ein Trade-off in den Verhandlungen auch gegeben, dass in dem Moment, wo man sich quasi geeinigt hat, irgendwie 16 aufzunehmen, auch klar war, dass dann auf der anderen Seite auch ein Ziel 10 aufgenommen werden würde. Das heißt, ganz klar, die SDGs sind nicht nur eine Vision, sondern sie sind auch ein realpolitischer Kompromiss letzten Endes. Sie alle wissen sicherlich, dass dass Nachhaltigkeit ja in der Regel als ein Zusammenspiel von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten betrachtet wird. Und all diese verschiedenen Dimensionen finden wir auch in den SDGs wieder, auch wenn es sicherlich zu einfach wäre zu sagen, Ziel 6 beispielsweise, wo es laut diesem plakativen Titel um sauberes Wasser, Zugang zu sauberem Trinkwasser im Wesentlichen und Sanitärversorgung geht, zum Beispiel ein soziales Ziel wäre, sondern viele dieser Ziele, und SDG 6 ist ein gutes Beispiel, haben wirklich ganz unterschiedliche Unterziele, die verschiedene dieser Dimensionen adressieren, im Fall von Ziel 6 beispielsweise eben auch Unterziele zu sauberen Flussökosystemen beispielsweise. Tatsächlich gehen die SDGs über diesen klassischen Dreiklang von Nachhaltigkeit aber hinaus, weil wir zum einen ein Unterziel 16 zu Frieden und Gerechtigkeit und zum anderen auch ein Unterziel 17 zu Partnerschaften zur Erreichung der Ziele haben. Das heißt, der Gedanke der internationalen Zusammenarbeit, die notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen, die ist ganz grundlegend in den SDGs mit festgeschrieben worden und findet sich auch in den sogenannten 5 Ps wieder, von denen vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört hat, die in der Präambel der Agenda 2030, also des übergeordneten Beschlussdokuments, festgehalten sind, nämlich Planet, also der Planet, die ökologische Dimension, People, die Menschen, soziale Dimension, Prosperity, Wohlstand, die wirtschaftliche Dimension und dann zusätzlich noch Peace, Frieden und Partnership, also Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Ich hatte schon gesagt zu Beginn, dass ich mit Ihnen auf den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Entwicklung schauen möchte. Und die SDGs sind ja offiziell die Ziele für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals. Man hört umgangssprachlich immer wieder auch davon, dass es sich um Nachhaltigkeitsziele handelt. Und das ist natürlich überhaupt nicht falsch, weil da auch sehr, sehr viel drinsteckt, was Nachhaltigkeit ist. Und wir haben ja von Ihnen, Herr Paschlau, zu Eingang schon gehört, dass Nachhaltigkeit so ein bisschen eine Zustandsbeschreibung ist. Und deshalb finde ich es wichtig, auch an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass auch die SDGs natürlich ein Zustand sind, der erreicht werden sollen sozusagen, aber ja in den Zielen auch ganz, ganz viel drinsteckt, was eher ein Prozess darstellt. Und ich glaube, dass Nachhaltigkeit grundsätzlich immer als eine Skala irgendwie, als ein dynamischer Prozess verstanden werden muss und verstanden werden sollte. Und selbst wenn wir die SDGs mal erreicht haben, leider sieht es ja derzeit eher nicht danach aus, dann ist man, glaube ich, immer noch nicht am Ende angelangt auf dem Weg zu Nachhaltigkeit, sondern man kann und muss man auch weitere Schritte gehen. Von daher auch umgangssprachlich finde ich tatsächlich
ist gut, von nachhaltiger Entwicklung oder meinetwegen auch nachhaltiger Transformation zu sprechen, um deutlich zu machen, es sind Veränderungen notwendig und das Ganze ist ein dynamischer Prozess. Aber tatsächlich heißen die SDGs auch nicht ohne Grund Ziele für nachhaltige Entwicklung, weil der Gedanke von Entwicklung schon fundamental auch in den SDGs drinsteckt und in den SDGs angelegt worden ist. Das liegt zum einen daran, dass es ja die Millenniumsentwicklungsziele als klassische entwicklungspolitische Agenda vorher gegeben hat, die jetzt mit eher umweltpolitischen Fragen aus dem UN-System erstmal zu einem gemeinsamen Prozess eben aus Entwicklung und Umweltthemen zusammengeführt worden sind. Natürlich verstehen wir unter Entwicklung heutzutage nicht mehr lediglich oder primär wirtschaftliche Entwicklung, wobei auch wirtschaftliche Entwicklung ja durchaus ein Bestandteil der SDGs ist, den man vielleicht auch kritisch hinterfragen kann. Aber grundsätzlich steht da ja auch ein Ziel 8 drin, in dem Wirtschaftswachstum verankert ist. Vielleicht aber mit ein paar Einschränkungen, da komme ich gleich nochmal kurz drauf. Ein Konzept, Entwicklung breiter als eine reine wirtschaftliche Entwicklung zu verstehen, was schon viel älter ist als die SDGs, stammt vom UN-Entwicklungsprogramm, UNDP, ist das Konzept der menschlichen Entwicklung, das neben wirtschaftlichen Kriterien auch insbesondere Bildung, Zugang zu Bildung und Zugang zu Gesundheitssystemen als ein wesentliches Fundament von dem, was man von Bildung, von Entwicklung verstehen kann, festgeschrieben hat. Auch wenn wir uns die Unterziele der SDGs genauer angucken würden, stellt man sehr schnell fest, dass die SDGs ganz klar auch eine entwicklungspolitische Agenda sind. Wir finden sehr, sehr viele Unterziele in allen Zielen, aber insbesondere auch in dem von mir schon angesprochenen Ziel 17 zu globalen Partnerschaften, in denen ja tatsächlich sogar Entwicklungsländer immer wieder benannt werden. Eigentlich ist der Begriff Entwicklungsland einer, den ich nicht mehr so gerne nutze, weil ein anderer wesentlicher Gedanke der SDGs ja eben ist, dass alle Staaten diese Ziele umsetzen müssen und alle Staaten sich entwickeln müssen. Die einen vielleicht eher sich nachhaltig entwickeln müssen, die anderen vielleicht eher sich hin zu mehr Nachhaltigkeit entwickeln müssen. Das könnte man diskutieren vielleicht. Aber die Unterziele der SDGs selber benutzen diesen Begriff der Entwicklungsländer tatsächlich immer noch und fordern beispielsweise, dass Entwicklungsländer in tatsächlich sehr, sehr vielen Unterzielen, ist das festgeschrieben, bessere Teilhabe an internationalen Entscheidungsfindungen haben soll, auch am globalen Handels- und Finanzsystem, dass sie, das ist dann klassische Entwicklungszusammenarbeit, finanzielle und technologische Unterstützung aus reicheren Staaten erfahren sollen, dass auch beispielsweise die wissenschaftliche Kooperation gerade mit, ich sage jetzt mal, Ländern des globalen Südens, die wirtschaftlich weniger stark entwickelt sind, ausgebaut werden sollen. Und da komme ich wieder zu dem Ziel 8, Wirtschaftswachstum zurück. Dieses Wirtschaftswachstum, das soll insbesondere in Entwicklungsländern und vor allem den am wenigsten entwickelten Staaten dieser Welt stattfinden. Das heißt, SDG 8 ist nicht unbedingt eins, was sich jetzt die deutsche Wirtschaft auf die Fahnen schreiben kann und sagen kann, wir leisten noch ihren Beitrag zur Umsetzung der SDGs, wenn wir Wirtschaftswachstum generieren, sondern Wirtschaftswachstum ist tatsächlich ein Ziel in den SDGs, was vor allem für die bisher weniger entwickelten Länder, die in der Vergangenheit eben noch nicht eine so brummende Wirtschaft, sage ich mal, hatten, wie wir das zum Beispiel in Europa kennen, das insbesondere für diese Länder gilt. Es werden, auch das nur am Rande, in den Unterzielen der SDGs auch eine Reihe an Staaten oder Staatengruppen identifiziert, die besondere Unterstützung bedürfen. Das sind zum einen die sogenannten Least Developed Countries, also die am wenigsten entwickelten Staaten dieser Welt, aber zum Beispiel auch kleine Inselentwicklungsstaaten oder auch sogenannte Landlocked Countries, also das Gegenteil von kleinen Inselentwicklungsstaaten,
Ländern, nämlich Länder, die überhaupt keinen Meereszugang haben und die dadurch vor besonderen Entwicklungsherausforderungen jeweils stehen und unterstützt werden müssen. Und wir haben in den SDGs auch ein Ziel verankert oder erneuert, was schon viel, viel älter als die SDGs, die Agenda 2030 ist, nämlich dass die reicheren Staaten dieser Welt 0,7% ihres Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellen sollen. Die SDGs haben übrigens keine eigene Definition davon, was nachhaltige Entwicklung ist, also was quasi Nachhaltigkeit und Entwicklung zusammengedacht ist, sondern die bis heute gängigste Definition, die viele von Ihnen sicherlich kennen, ist immer noch die aus dem Jahr 1987 von der sogenannten Brundtland-Kommission der Vereinten Nationen, die nachhaltige oder dauerhafte Entwicklung definiert hat als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Nun wissen wir alle, dass es gar nicht so leicht ist, Definitionen aufzustellen und die immer ein Stück weit abstrahieren müssen. Bei dieser Definition fällt natürlich immer vor allem der Begriff der Bedürfnisse besonders in den Fokus, den man für sich genommen nochmal definieren müsste. Klar ist, dass mit Bedürfnissen hier nicht gemeint ist, mit 300 im Porsche über eine deutsche Autobahn zu düsen, sondern dass es dann natürlich um die Befriedigung der Grundbedürfnisse geht. Man könnte vielleicht anstelle der Bedürfnisse auch jedes einzelne der SDGs einsetzen, die ja in gewisser Weise auch sowas wie die Grundbedürfnisse vielleicht definieren. Ein weiterer Gedanke, den ich in dieser Definition sehr interessant finde und der dann eben die Verbindung vor allem zu dem ökologischen Teil der SDGs auch herstellt, ist der künftigen Generation. Das heißt, es soll eine Generationengerechtigkeit geben, wobei es interessant ist, dass in dieser Definition die Natur, die Umwelt überhaupt nicht als ein Wert an sich, ein schützenswerter Wert an sich definiert oder betrachtet wird, sondern eher als etwas, was Mittel zum Zweck für die Bedürfnisbefriedigung künftiger Generationen sein soll. Was ich aber tatsächlich noch interessanter finde, weil hier die SDGs wirklich deutlich nach meinem Verständnis über diese Definition hinausgehen, ist, dass die Definition zwar Generationengerechtigkeit abbildet, aber darüber hinaus sehr, sehr wenig zu weiteren Formen von Gerechtigkeit oder einer Überwindung von Ungleichheiten sagt. Das heißt, es werden nur diese zeitliche Dimension von Gerechtigkeit genannt, aber dass wir auch heute innerhalb von Gesellschaften und geografisch zwischen verschiedenen Orten auf der Welt Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten überwinden müssen, steckt in dieser Definition so eigentlich nicht drin. Und das ist aber ein ganz grundlegender Gedanke der SDGs, der unter anderem in dem SDG 10 drinsteckt, das ich ja schon angesprochen hatte, das eben auch nochmal deutlich macht, dass die SDGs eine transformative, aber eben auch eine entwicklungspolitische Agenda sind, weil es eben nicht nur darum geht, dass es den Menschen im globalen Süden, salopp gesagt, in Zukunft besser geht, sondern schon auch darum geht, dass sie im Vergleich zu uns im globalen Norden, dass die Ungleichheiten da weniger werden. Also es soll nicht einfach uns allen irgendwie besser gehen, sondern es soll schon insbesondere den Menschen im globalen Süden so viel besser gehen, dass Ungleichheiten auch reduziert werden auf der Welt. Und zum anderen, das werden auch viele wissen, gibt es natürlich das Motto der SDGs, nämlich Leaving No One Behind, niemanden zurücklassen, der auch noch einmal diesen Gedanken der Reduzierung von Ungleichheiten aus meiner Sicht transportiert und unterstreicht. Überhaupt ist Universalität ja ein ganz, ganz wichtiger Grundgedanke für die SDGs. Nicht nur, weil alle Menschen von ihrer Umsetzung profitieren sollen, sondern auch, weil sich die Ziele nicht nur an Regierungen, sondern ja an alle möglichen Akteure richten, die Zivilgesellschaft,
die Wirtschaft tatsächlich auch, Einzelpersonen, die Wissenschaft, aber eben auch, und das haben wir schon von Ihnen, Herr Paschlau, eingangs gehört, und ich habe es auch schon ein, zwei Mal wiederholt, diese Ziele natürlich für alle Staaten der Welt gelten, also auch für ein Land wie Deutschland. Und Deutschland hat für sich mal nach Verabschiedung dieser Agenda definiert, was das denn für ein Land wie Deutschland bedeutet. Zum einen Umsetzung in Deutschland, das, was ich eben gesagt habe, alle Ziele müssen ebenso wie in allen anderen Ländern auch in Deutschland umgesetzt werden. Dann Umsetzung mit Deutschland, das ist der klassische entwicklungspolitische Gedanke, den wir auch aus den MDGs schon kennen. Deutschland möchte andere Länder finanziell, technologisch bei der Umsetzung der Ziele in den jeweiligen Ländern unterstützen. Aber man hat damals, und das finde ich tatsächlich relativ innovativ, dass es auch von der deutschen Bundesregierung selbst gekommen ist, noch einen weiteren Aspekt definiert, nämlich eine Umsetzung durch Deutschland. Und damit ist gemeint, dass wir uns hier in Deutschland durch unsere Politik, durch unsere Wirtschaftsweise, durch unsere Lebens-, unsere Konsumweise, dass wir dadurch dazu beitragen müssen, dass die Ziele anderswo auf der Welt erreicht werden können. Da geht es natürlich um Klimawandel beispielsweise, aber es geht eben auch darum, dass wir beispielsweise nicht durch unsere Konsumweise etwa dazu beitragen dürfen, dass Menschen anderswo auf der Welt ausgebeutet werden und damit in Armut rutschen, sich nicht ernähren können und damit die SDGs in dem jeweiligen Land nicht erreicht werden können. Das heißt, ich finde, das ist eine Anerkennung eines sehr, sehr wichtigen, auch moralischen Grundsatzes, glaube ich, der mit den SDGs, aber auch mit nachhaltiger Entwicklung grundsätzlich zusammenhängt, eben diese Erkenntnis, wir haben eine Verantwortung für das, was anderswo auf der Welt passiert. Wir haben auch eine Verantwortung für das Schicksal anderer Menschen auf der Welt. Und mit Verantwortung meine ich jetzt nicht so ein paternalistisches Denken, sondern wirklich das Erkennen, dass all das, was wir in Deutschland tun und auch lassen, Auswirkungen anderswo auf der Welt hat. Wir leben in einer vernetzten Welt und nicht nur der Klimawandel, der natürlich nicht an Landesgrenzen Halt macht, zeigt das sehr, sehr deutlich, dass es diese grenzüberschreitenden Verbindungen gibt. Ich möchte jetzt kurz auf die Vereinten Nationen schauen. Ich finde es ganz interessant, dass die SDGs, seitdem sie verabschiedet worden sind, so ein kleines Stück weit in manchen Kreisen sich verselbstständigt haben, sage ich mal, und so ein bisschen von den Vereinten Nationen losgelöst haben. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, sondern eigentlich was ganz, ganz Tolles, dass viele Gruppierungen, auch hier in Deutschland, in Europa, die SDGs annehmen als eine Vision, die sie teilen, für die sie sich einsetzen, sich einzelne Elemente aus diesen SDGs herausgreifen und sich dafür einsetzen. Das ist sehr, sehr löblich und sehr, sehr gut. Als Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen ist es uns aber natürlich wichtig, immer wieder auch deutlich zu machen, dass die Vereinten Nationen nicht nur der Ort sind, wo die SDGs verabschiedet worden sind, sondern dass sie auch eine wichtige Rolle in ihrer Umsetzung spielen, als einzig legitime globale Plattform. Das hatte ich eingangs schon gesagt, um ja auch internationale Rahmen beispielsweise in der Klimapolitik auszuhandeln. Wenn ich von den Vereinten Nationen spreche, meine ich damit auch nicht nur die Kernorganisation sozusagen, sondern die ganze Familie, das ganze System der Vereinten Nationen. Keine Sorge, ich will jetzt auf dieses Schaubild nicht näher eingehen. Ich will damit nur deutlich machen, dass das System der Vereinten Nationen wirklich ein sehr großes System an Programmen, Sonderorganisationen beispielsweise ist, zu sehr viel unterschiedlichen Themen. Das ist hier noch eine vereinfachte Darstellung. Und es gibt in den Vereinten Nationen nicht die eine Organisation, die zu nachhaltiger Entwicklung arbeitet, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Organisationen, die da zusammenarbeiten. Wir haben ja auch hier in Deutschland den Bonner Campus oder Standort der Vereinten Nationen, wo insbesondere viele Organisationen angesiedelt sind, die sich mit Nachhaltigkeit, also vor allem auch mit Umwelt- und Klimathemen und der Kommunikation der SDGs auch beschäftigen. Auch im entwicklungspolitischen
Bereich, in dem viele UN-Organisationen auch eine wichtige Rolle einnehmen, sowohl in der Koordination, aber auch weil sie selber Projekte in verschiedenen Ländern durchführen, gibt es nicht die eine UN-Organisation, die sich um die SDGs kümmert, sondern eine Vielzahl an Organisationen, wie beispielsweise das UN-Entwicklungsprogramm, was ich ja schon genannt hatte, aber auch Organisationen wie UNICEF, die sicherlich alle kennen, die Weltgesundheitsorganisation, die beim Aufbau von guten Gesundheitssystemen unterstützt und teilweise auch Organisationen, wo auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so klar ist, wo eigentlich der Unterschied liegt, wie bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und im Welternährungsprogramm. Der Unterschied hier liegt darin, dass die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, tatsächlich langfristige entwicklungspolitische Arbeit zur Stärkung der Landwirtschaft beispielsweise, aber auch der Fischerei macht, während das Welternährungsprogramm, was auch ein bisschen bekannter ist, häufiger in den Medien vorkommt, tatsächlich in den Krisen dieser Welt auftritt, um da, wo es gar nicht mehr anders geht, die Menschen mit Lebensmittelunterstützung zu versorgen. Es gibt in den Vereinten Nationen mit dem hochrangigen politischen Forum zu nachhaltiger Entwicklung oder kurz HLPF auch die wichtigste Plattform zum Monitoring der Umsetzung der SDGs. Das ist eine Plattform, auf der jährlich immer im Juli, also steht jetzt demnächst wieder an, die Staaten der Welt zusammenkommen und über die Umsetzung der SDGs beraten und wo jeweils eine Reihe von Staaten freiwillige Staatenberichte zur Umsetzung in ihren Ländern vorlegen. Man muss positiv sagen, auch wenn diese Berichte freiwillig sind, dass bis auf, ich glaube, ein einziges Land, nämlich Myanmar, mittlerweile alle Staaten dieser Welt auch freiwillige Staatenberichte vorgelegt haben. Auch Myanmar wollte das übrigens tun. Da hat dann die Zivilgesellschaft so stark gegen interveniert, dass es dann nicht dazu gekommen worden ist und dieser Bericht zurückgezogen worden ist, weil da viel Propaganda drin befürchtet wurde. Leider ist dieses HLPF ein bisschen ein zahnloser Tiger, wenn man so möchte. Es ist die Plattform, wo die Staaten zusammenkommen und alle 4 Jahre tatsächlich auch als großer internationaler Gipfel mit Beteiligung aus Staats- und Regierungschefsebene, um quasi nochmal die Vision der SDGs zu erneuern. Aber dieses hochrangige politische Forum hat keinerlei Macht in der Hinsicht, dass sie Sanktionen verhängen können, wenn Staaten nicht genug tun zur Umsetzung der SDGs oder auch nur, dass sie irgendwie Länder bloßstellen können, die zwar schöne Berichte abgeben, aber da viel drin beschreiben, was sie tatsächlich gar nicht tun, sondern das ist dann tatsächlich Aufgabe auch der Zivilgesellschaft, das kritisch zu benennen. Deshalb wird immer wieder auch eine Reform dieses hochrangigen politischen Forums gefordert, um mehr Befugnisse zu haben, um auch nochmal ein bisschen sichtbarer innerhalb des sehr, sehr großen, breiten UN-Systems zu werden. Wir sind leider derzeit überhaupt nicht auf dem Weg, die SDGs zu erreichen und umzusetzen. Und das, obwohl wir schon auf Halbzeit quasi haben, das ist ja schon gesagt worden. Es ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, genau zu gucken, in welchen Ländern, welchen Regionen, welche SDGs schon wie weit umgesetzt worden sind. Das liegt zum einen daran, dass die Indikatoren zum Teil auch umstritten sind. Auch das ist ein politischer Prozess, übrigens zu diskutieren, welche Indikatoren man jetzt nutzt, um gewisse Dinge zu messen. Aber auch, weil einfach in vielen Ländern wir mangelnde Daten haben und es keine vergleichbaren oder auch gar keine Daten gibt, um diese Indikatoren zu bedienen. Eine der umfassendsten Versuche, die Umsetzung der SDGs zu messen, ist der sogenannte SDG-Index, der Hand in Hand geht mit dem Sustainable Development Report, der jedes Jahr veröffentlicht wird, und zwar vom Sustainable Development Solutions Network. Das ist auch eine UN-Einrichtung und der Bertelsmann-Stiftung.
Und ein Stück weit ist es natürlich aus meiner Sicht traurig, dass das UN-System nicht alleine in der Lage ist, ein solch umfassendes Monitoring derzeit zu betreiben und sich ein Akteur wie die Bertelsmann Stiftung, die ja durchaus auch um kritisch gesehen wird in einigen Kreisen, dazu holen muss. Dennoch lohnt sich ein Blick in diesen SDG-Index, wenn man um gewisse Kritik an diesem Index auch weiß. Und eine wesentliche Kritik, die leitet sich von dieser Folie hier ab, die wir sehen, nämlich dem Ranking, was dann auch erstellt wird. Und das ist doch ein sehr eurozentrisches Ranking. Vermittelt noch dazu den Eindruck, dass Finnland auf Platz 1, aber auch Deutschland auf Platz 4, nur mit einem Score von 85 oder 82, vielleicht schon 85% oder 82% der SDGs erreicht haben könnte. Und das ist ein falscher Eindruck, der da entsteht, und zwar in jeglicher Hinsicht, sowohl weil auch diese europäischen Länder, die hier genannt worden sind, die sicherlich nicht die Schlusslichter in der Umsetzung der SDGs sind, noch einen extremst weiten Weg vor sich haben. Ich zeige das gleich am Beispiel von Deutschland. Aber auch zum anderen, weil es ein fehlleitendes Bild wäre, zu glauben, die europäischen Staaten sind besonders gut, was die Umsetzung der SDGs angeht. Das würde man auch, wenn man sich diesen SDG-Index sehr im Detail anguckt, tatsächlich auch erkennen. Weil neben diesem Score, der hier angegeben wird für die Performance, also die Umsetzung der SDGs im eigenen Land, beinhaltet dieser SDG-Index auch noch einen sogenannten Spillover-Index, mit dem erfasst wird, wie stark die Länder negativ auf die Umsetzung der Ziele anderswo in der Welt wirken. Und dieser Index wäre gerade in europäischen Ländern, auch in Deutschland, relativ hoch, während er in einem Land wie beispielsweise Papua-Neuguinea sehr, sehr gering ist. Da ist man zwar in diesem Index noch nicht weit fortgeschritten, die Ziele im eigenen Land umzusetzen, hat aber auch kaum klimaschädliche oder sonstige negative Auswirkungen auf die Umsetzung der Ziele anderswo auf der Welt. Hier sehen wir jetzt das sogenannte Dashboard für Deutschland. Und wir sehen, obwohl Deutschland ziemlich weit oben steht, hat Deutschland derzeit noch keines der Ziele erreicht und ist auch in Anführungszeichen nur bei 5 Zielen, also nicht mal bei der Hälfte der Zielen, auf einem einigermaßen guten Weg. Das deuten die grünen Pfeile nach oben an, diese Ziele bis 2030 vielleicht zu erreichen. Und wir sehen, dass es letztlich mehr als diese 5 Ziele mit dem grünen Pfeil nach oben sind, die entweder in ganz dunkelrot oder in orange eingezeichnet sind, wo Deutschland also noch massive Probleme bei der Umsetzung der Ziele hat. Die beiden grauen Punkte hinter Ziel 12 zeigen übrigens, dass selbst in einem Land wie Deutschland die Datenlage es nicht hergibt, hier einen Trend zu erfassen. Das heißt, sich nicht von diesem Ranking, was ich vorher gezeigt hatte, ablenken lassen. Auch in einem Land wie Deutschland, auch im globalen Norden, sind die SDGs noch bei weitem nicht erreicht und sind wir auch leider nicht auf dem Weg, die Ziele zu erreichen. Man kann sich dann in diesem SDG-Index, kann man auch einfach mal nach googeln und sich im Internet angucken. Das ist ganz interessant, sich da durchzuklicken. Man kann sich da auch bis auf Indikatorenebene, das will ich jetzt hier nicht tun, durchklicken. Wenn man sich diesen Index anschaut, kann man auch für einzelne Ziele sich den Umsetzungsstand weltweit anschauen. Und da fällt doch ein bisschen was sehr Interessantes auf, wie ich finde. Wenn wir uns zum Beispiel das Ziel 1, also die Überwindung von Armut in der Welt anschauen, sehen wir da, dass der sogenannte globale Norden, China gehört dazu, die USA, Kanada gar nicht mal so stark, da doch ziemlich gut abschneidet, größtenteils grün eingezeichnet ist, Deutschland übrigens nicht, Deutschland ist nur gelb, während der globale Süden und vor allem die afrikanischen Länder eben mit der größten Armutsproblematik der Welt hier noch gar nicht gut abschneiden. Interessant ist, wenn wir uns jetzt Ziel 13, Klimaschutz, anschauen, haben wir nahezu das gegenteilige Bild. Da ist plötzlich der globale Norden sehr rot oder zumindest orange, während gerade die afrikanischen Länder, Indien, Teile von Mittelamerika, die Pazifischen Inseln hier eine deutlich bessere Ausgangslage haben. Das heißt, wir haben tatsächlich in der Hinsicht wirklich immer noch diese klassische Zweiteilung, die wir eigentlich überwinden wollen, indem wir Ungleichheiten reduzieren wollen, dass im globalen Süden
Armuts- und damit verbundene auch Hungerproblematiken beispielsweise noch massiv existieren, während wir im globalen Norden weiterhin massive Defizite, vor allem bei den ökologischen Zielsetzungen der SDGs haben. Es geht übrigens auch noch schlimmer als bei dem Ziel 13 zu Klima, Ziel 14 zu Ozean, Ziel 16 Frieden, Gerechtigkeit, da wird sich ein ähnliches Bild uns darstellen. Da haben wir eine regelrecht rote Wand vor uns und jetzt in dem Fall hier nur unterbrochen durch graue Ecken quasi. Das sind Binnenländer, für die SDG 14 nicht gilt. Und im Fall von SDG 14, also dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung von Ozeanen, ist das besonders tragisch, dass es hier so rot ist, weil das das einzige SDG ist, wo die meisten der Unterziele eigentlich nicht bis 2030, sondern sogar bis 2020 oder 2025 schon erreicht worden sein sollten. Ich möchte jetzt auf den folgenden Slides noch beispielhaft einige Herausforderungen, die es an unterschiedlichen Orten der Welt gibt, herausgreifen. Das sind wirklich nur Beispiele, das sind keine Priorisierungen. Priorisierung gibt es im Sinne der SDGs ja eigentlich sowieso nicht, sondern alle Ziele sind gleichberechtigt. Aber einfach, um auf ein paar große Missstände oder auch Dinge, die sich abzeichnen, die Dinge eher vielleicht noch verschlimmern und verkomplizieren könnten auf dem Weg der Umsetzung, hinzuweisen. Nächstes möchte ich auf den Hunger in der Welt hinweisen, der nämlich seit 2015, also genau dem Jahr, in dem die Vision der SDGs verabschiedet worden ist, zum ersten Mal seit 1990 wieder ansteigt. Das ist ein Trend, der sich jetzt über die letzten Jahre leider zunehmend verstetigt hat. Da gibt es verschiedene Ursachen für. Die am häufigsten genannte Ursache ist sicherlich der Klimawandel. Die am zweithäufigsten genannte Ursache sind Konflikte. Das sehen wir gerade ganz aktuell auch wieder im Kontext des Ukraine-Konflikts, der in der Hinsicht leider auf sehr traurige Art und Weise mal wieder aufzeigt, dass an einem Ort der Welt etwas passieren kann, was massive Auswirkungen ganz anderswo auf der Welt hat. Die Ukraine ist ja, das haben Sie sicherlich in Medien gehört, einer der größten Weizenproduzenten der Welt. Das Weizen kann jetzt nicht exportiert werden und deshalb drohen in afrikanischen Ländern noch schlimmere Hungersnöte, als das sowieso schon der Fall ist. Tatsächlich ist aber mit Konflikte hier nicht nur der Ukraine-Konflikt gemeint, sondern das gilt sowohl für den Syrien-Konflikt beispielsweise, wo auch viel Ackerland zerstört worden ist, aber auch für Konflikte im deutlich kleineren Stil, die wir gerade in afrikanischen Ländern auch häufig auf einer nichtstaatlichen Ebene haben, wo einfach die Grundlage für eine Nahrungswirtschaft sozusagen durch einfach die Angst, durch Sorge, dass man überfallen werden könnte, dann nicht mehr gegeben ist. Natürlich gibt es auch noch weitere Ursachen dafür, die es auch schon vor 2015 gegeben hat, die aber durchaus nochmal zugenommen haben. Das ist eine Nahrungsmittelverschwendung, gerade im globalen Norden. Das ist auch die Nutzung von Nahrungsmitteln für die Viehzucht, anstatt Menschen damit direkt zu ernähren. Das ist die Nutzung von Nahrungsmitteln für Biobenzin beispielsweise. Es hängt damit zusammen, dass gerade in asiatischen Ländern große Flächen mit Palmölplantagen zugebaut werden, anstatt dort reichhaltigere Nahrungsmittel anzubauen. Und laut Zahlen der Vereinten Nationen und diese Darstellung, die ich hier zeige, die ist von der Welthungerhilfe, haben im Jahr 2020, das sind die aktuellsten Daten, die es da gibt, 811 Millionen Menschen weltweit gehungert, also ungefähr das Zehnfache von der Bevölkerung Deutschlands. Und wenn ich von Hunger rede, dann meint das in dem Fall wirklich Menschen, die hungern, die also wo möglicherweise auch der Hungertod quasi ein für sie leider denkbares Szenario ist. Denn darüber hinaus kommen dann nochmal 2 Milliarden Menschen dazu, die unter Mangelernährung leiden, also unter einer einseitigen Ernährung, weil man nicht an eine Vielfalt von verschiedenen Nahrungsmitteln kommt oder aber zumindest für bestimmte Zeiträume
pro Jahr in Hunger leben. Das ist besonders bitter, weil wir eigentlich genug Nahrungsmittel auf der Welt haben. Das ist einfach nur eine Frage, und da sind wir wieder bei dem Punkt Reduzierung von Ungleichheiten, mehr Gerechtigkeit. Es ist einfach nur eine Verteilungsfrage. Es hängt damit zusammen, das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass gerade im globalen Norden viele Lebensmittel weggeworfen werden. Es hängt damit zusammen, dass wir auch Lebensmittel durchaus hier aus der Europäischen Union, die wir nicht mehr haben wollen, in afrikanische Länder exportieren und damit da vor Ort das Entstehen einer eigenen Nahrungsmittelbranche in manchen Bereichen untergraben, hängt aber auch damit zusammen, dass einfach viele Lebensmittel oder Nahrungsmittel anstatt für die Ernährung von Menschen in die Viehhaltung gehen und um eben für die reichere Bevölkerung dann Fleisch zu produzieren. Eine Studie, die von der Bundesregierung zusammen mit der Bill und Melinda Gates Foundation finanziert worden ist im Jahr 2020, hat das Ergebnis gebracht, dass wir bis zum Jahr 2030 330 Milliarden US-Dollar zusätzlich bräuchten, um den Hunger in der Welt zu überwinden an Zahlungen in die Bekämpfung des Hungers. Das klingt erstmal nach einer sehr, sehr hohen Zahl, ist aber in Anführungszeichen nur eine Verdopplung der bisherigen Zahlungen. Und wenn man sich anschaut, wie manche multilaterale Konzerne oder auch deren Gründerinnen und Gründer irgendwie pro Jahr verdienen oder was für ein Vermögen die haben, dann sind 330 Milliarden gar nicht mal mehr so unglaublich viel. Das Welternährungsprogramm WFP hat darüber hinaus letztes Jahr bekannt gegeben, dass aus ihrer Sicht derzeit etwa 7 Milliarden US-Dollar notwendig wären, um alle akuten Hungersnöte zu beenden. Das heißt, nicht den Hunger dauerhaft zu beseitigen, wenn Klimawandel oder andere Gründe, Konflikte in Zukunft wieder neue Hungersnöte oder Dürreperioden bringen, aber um die aktuellen Hungersproblematiken zumindest für das laufende Jahr zu überwinden. Und damals hat es über Twitter dann auch einen Austausch zwischen Elon Musk, dem Gründer unter anderem ja von Tesla, ich glaube mittlerweile reichster Mensch der Welt, und dem Chef des Welternährungsprogramms, David Beasley, gegeben, der nämlich Elon Musk und andere Superreiche auf dieser Welt aufgefordert hat, doch diese 7 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen. Musk hat dann damals tatsächlich per Twitter angeboten, wenn das WFP ihm erklären kann, wie man mit diesem Geld den Hunger in der Welt beenden kann, dann würde er diese 7 Milliarden zur Verfügung stellen. Das hat WFP getan, nochmal darauf hingewiesen, dass es eben nicht darum geht, den Hunger in alle Ewigkeit zu beseitigen, sondern die derzeit aktuellen Hungerproblematiken zu überwinden. Daraufhin hat es keine Rückmeldung mehr von Elon Musk bei Twitter zumindest gegeben. Und wir wissen ja alle um die Diskussion jetzt der letzten Monate, dass Musk Twitter kaufen möchte. Und ich glaube, da ging es um Summen von über 40 Milliarden US-Dollar. Das also nur, ja, um in Verhältnis zu setzen quasi, um welchen dann doch gar nicht mal so großen Betrag es eigentlich ginge, den Hunger in der Welt zu beenden. Und es bräuchte halt einfach den politischen Willen, das auch zu tun, vielleicht auch den über Besteuerung oder so von Superreichen möglicherweise. Und hinter diesen Zahlen, die ich da genannt habe, da stehen natürlich menschliche Schicksale. Menschliche Schicksale, die sich eben vor allem auf dem afrikanischen Kontinent und in Südasien abspielen. Menschliche Schicksale, die momentan besonders dramatisch im Jemen sind. Das zeigt hier schon der Welthungerindex aus dem Jahr 2021, ist aber auch weiterhin so. Also eine Region, die quasi aus einer Mischung aus Klimawandel und sowieso relativ hohen Temperaturen, relativ großer Dürre in einigen Regionen, jahrelangen Konflikten und einem quasi nicht mehr existierenden Staat, der ja grundlegende Leistungen und auch Sicherheit für die Bevölkerung garantieren kann, getroffen ist. Aber es steht zu befürchten, dass dieser Welthungerindex in Zukunft noch viel mehr gelbe Stellen aufweist. Denn
Wir alle wissen um die Diskussion um Inflation auf der Welt derzeit gerade, was Lebensmittelpreise angeht. Das wird auch dazu führen, dass in Deutschland in Zukunft mehr Menschen bei den Lebensmitteln, passiert ja jetzt schon, viel genauer noch auf die Preise achten müssen, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Es gibt aber eben viele andere Weltregionen, wo diese Inflation auch den Ausschlag geben könnte dafür, dass Menschen richtig in Hunger abrutschen. Hier in Deutschland sicherlich auch nicht alle Menschen, aber haben doch viele von uns die Möglichkeit, indem wir ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen und an anderer Stelle auf irgendwas verzichten und sei es ein Urlaub oder so etwas, doch irgendwie uns die Nahrungsmittel zu erkaufen, auch wenn sie teurer sind. Aber in anderen Regionen der Welt, wo die Menschen sowieso schon weniger haben, zur Verfügung haben, besteht halt die wirklich große Gefahr infolge der Inflation derzeit, dass die Menschen in Zukunft gar keine Möglichkeit mehr haben, sich Nahrungsmittel zu kaufen. Ich möchte noch auf ein anderes, zumindest vermeintlich ganz anderes Thema eingehen, nämlich die Verschmutzung der Weltmeere. Und ich habe hier bewusst mal kein Bild gewählt, wo der gesamte Strand mit Plastik übersät ist, sondern nur ein bisschen, weil ich finde, das zeigt die Problematik fast noch besser auf, weil auch da, wo jetzt nicht ein ganzer Müllteppich auf den Ozeanen schwimmt, haben wir an den Küsten und in den Ozeanen mittlerweile das Problem, dass überall quasi Plastik vorhanden ist. Wenn man irgendwo einen Fisch entnimmt, egal wo auf der Welt, kann auch bei uns in der Nordsee oder Ostsee sein, und den untersucht, wird man da überall Plastikrückstände finden. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Hungerproblematik tatsächlich, vor allem langfristig. Bis 2050 könnten laut Zahlen der Vereinten Nationen mehr Plastik, also in Gewicht gemessen, als Fisch in den Ozeanen schwimmen. Die Plastikvermüllung der Meere ist aber tatsächlich nur eine von den negativen Dingen, die wir unseren Weltmeeren antun. Der Klimawandel trifft ja insbesondere auch die Ozeane in ganz besonderer Weise. Und was die Plastikverschmutzung angeht, das wollte ich als kurzen positiven Hoffnungsschimmer einwerfen, gibt es ja tatsächlich auch eine durchaus positive Entwicklung in den Vereinten Nationen, nämlich wurde im Frühjahr diesen Jahres bei der UN-Umweltversammlung eine Plastikresolution verabschiedet, die festschreibt, dass es bis 2024 einen verbindlichen Vertrag zur Plastiknutzung und Beendigung der Plastikverschmutzung geben soll. Da laufen jetzt die Verhandlungen, was genau da drin stehen wird, aber alleine, dass es beschlossen wurde, dass es einen solchen Vertrag geben soll, ist doch ein großer Erfolg. Gleichzeitig gibt es ganz andere Herausforderungen, die in Zukunft noch entstehen könnten. Einer davon ist der Tiefseebergbau. Das ist gerade ein Thema, was vermeintlich nach einem Nischenthema klingt, aber doch in manchen Weltregionen sehr, sehr stark diskutiert wird, auch sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Beim Tiefseebergbau geht es darum, dass große Unternehmen verschiedene Metalle am Meeresboden abbauen wollen, vor allem im Pazifik, das sehen wir hier in der Mitte, aber auch in anderen Weltregionen. Das sind insbesondere auch Rohstoffe, Metalle, die man braucht, beispielsweise um Technologie für nachhaltige Entwicklung, um Solarmodule, E-Autos beispielsweise kostengünstiger herstellen zu können in Zukunft. Von daher wird dieser Gedanke des Tiefseebergbaus von einigen Unternehmen, von einigen Staaten durchaus auch als ein Beitrag zur Umsetzung der SDGs betrachtet. Aber tatsächlich gibt es da auch viele, viele Gefahren und ich möchte hier mal auf den Pazifik fokussieren. Hier sehen wir eine Karte der pazifischen Inselstaaten. Das, was jeweils hier so als Blasen sozusagen eingezeichnet ist, das sind die nationalen Seegebiete dieser Staaten, die sie nach internationalem Seerecht um ihre Inseln, das sind immer nur diese ganz kleinen Punkte, ziehen können. Und alles jenseits davon ist das internationale Gewässer. Und sowohl in den internationalen Gewässern im Pazifik als auch in den nationalen Hoheitsgebieten der Staaten laufen gerade massive Vorbereitungen für diesen Tiefseebergbau. Es laufen gerade Verhandlungen in der Internationalen Seabed Authority, einer Organisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Jamaika in der Karibik, die möglicherweise dazu führen, dass auch in internationalen Gewässern schon in diesem Jahr Tiefseebergbau möglicherweise sogar, wenn die Staaten sich da auf nichts anderes einigen können, ohne jegliche Regeln, was man an Umweltstandards oder so einhalten muss,
erlaubt werden könnte. Und in den nationalen Hoheitsgebieten können die Staaten sowieso tun, was sie wollen. Und wenn da ein großes Unternehmen kommt und den Staaten viele Einnahmen prophezeit, dann ist das gerade für kleine Staaten, die sonst kaum Ressourcen haben, etwas sehr, sehr Attraktives. Derzeit gibt es noch nirgendwo auf der Welt Tiefseebergbau in kommerzieller Weise. Das erste Projekt, was es geben sollte, sollte in Papua-Neuguinea im Pazifik entstehen, ist letztlich daran gescheitert, dass das Unternehmen, was das umsetzen wollte, ein chinesisch-kanadisches Unternehmen insolvent gegangen ist. Also es gibt auch noch gar nicht den Beweis, dass Tiefseebergbau kommerziell erfolgreich ist. Aber allein die Probebohrungen, die da stattgefunden haben, haben die Zivilgesellschaft in dem Land in größte Alarmbereitschaft versetzt, weil sie ganz, ganz schlimme Auswirkungen auf die Umwelt und damit dann auch wieder auf den Fischfang, die Ernährungs-, aber auch wirtschaftliche Lebensgrundlage vieler Menschen, auch auf den Tourismus befürchtet haben. Und tatsächlich ist es so, dass auch aus der Wissenschaft es sehr, sehr große Warnungen vor dieser Idee des Tiefseebergbaus gibt, weil überhaupt nicht erforscht ist, was die langfristigen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und damit auch die Lebensgrundlage der Menschen sein könnten. Und immer wieder wird auch darauf verwiesen, das finde ich einen sehr eingängigen Punkt, dass es so ziemlich nirgendwo auf der Welt Beispiele von Landbergbau im großen Stil gibt, von dem wirklich die lokale Bevölkerung profitiert hat, wie das jetzt einige bei Tiefseebergbau behaupten, sondern meistens sind es eben Menschen ganz anderswo gewesen, die dadurch reich geworden sind und hat die lokale Bevölkerung massiv unter Umweltzerstörung gelitten. Da kennen wir auch genug Geschichten aus Deutschland, muss man ja gar nicht in die weite Welt schauen und überhaupt nicht profitiert, sondern sind eher Ungleichheiten weiter vergrößert worden. Gibt, und jetzt komme ich noch zu ein paar weiteren Aspekten und dann auch gleich zum Ende, ein paar Aspekte, die ich nur noch kurz ansprechen möchte. Nicht nur mit Blick auf die Meere, sondern auch mit Blick aufs Land, gerade was Biodiversität angeht, große, große Herausforderung. Bereits im Jahr 2020 sollte eigentlich eine große UN-Biodiversitätskonferenz stattfinden im chinesischen Kunming. Die ist dann zunächst wegen Corona verschoben worden, wie auch die Klimakonferenz noch im Jahr 2020, ist aber bis heute nicht nachgeholt worden und jetzt just vor anderthalb, zwei Wochen wieder verschoben worden. Eigentlich sollte die jetzt im Herbst oder im Spätsommer diesen Jahres in China nachgeholt werden. Das ist einerseits ein Zeichen dafür, dass die Staaten dem vielleicht nicht die Bedeutung beimessen, die das Thema haben müsste, dass auch China vielleicht gerade gar kein Interesse hat, diese Konferenz durchzuführen, sondern stärker noch mit der Bekämpfung von Corona beschäftigt ist. Aber es ist auch ein Ergebnis davon, weil es hat immer wieder Zwischenverhandlungen gegeben, vor einigen Wochen auch in Genf, ein Zeichen dafür, dass die Staaten sich einfach überhaupt nicht einigen können, hier auf ein Ergebnis. Und diese Biodiversitätsverhandlungen sind halt insofern wichtig, weil da wirklich ähnlich wie die SDGs nur runtergebrochen eben auf das Thema Biodiversität eine neue globale Vision, eine neue Agenda, neue Ziele für die nächsten Jahrzehnte erarbeitet und verabschiedet werden sollten. Ja, ich habe gerade schon die Corona-Pandemie angesprochen. Corona-Pandemie ist natürlich überhaupt nicht vorbei weltweit. Das nicht nur, weil es immer noch Infektionen hierzulande und anderswo gibt, sondern weil die Corona-Pandemie in den letzten Jahren massive Auswirkungen auf alle SDGs gehabt hat, nicht nur auf das Umweltziel natürlich. Es hat massiv die Pandemie dazu beigetragen, dass globale Ungleichheiten weiter angestiegen worden sind. Die Pandemie hat auch dazu geführt, dass in vielen Ländern, selbst in Ländern, die auch wie Deutschland ja beispielsweise sich eigentlich Multilateralismus auf die Fahnen schreiben, doch eher nationales Denken eingesetzt hat, wenn es um Impfstoffe beispielsweise geht. Wir haben übrigens in SDG 3 auch ein Unterziel, in dem es explizit heißt, dass Impfstoffe auch für Länder des globalen Südens kostengünstig zur Verfügung gestellt werden sollen. Das heißt, auch da müssen wir uns auch in Deutschland an die eigene Nase fassen, weil gerade Deutschland da ja durchaus gebremst hat, was die Freigabe von Patenten beispielsweise angeht. Aber Ungleichheit ist natürlich auch deshalb gestiegen, weil viele Menschen oder also wird auch in Zukunft noch weiter ansteigen. Das sind ja langfristige Folgen, weil an vielen Orten der Welt Menschen gar nicht zur Schule gehen konnten, nicht mal Online-Unterricht machen konnten.
teilweise auch über ein Jahr oder länger hinweg. Das mögen zum Teil dann auch vorgeschobene Gründe gewesen sein, in Systemen, wo sowieso das Bildungssystem nicht gut funktioniert hat, die Schulen so lange geschlossen zu lassen. Aber dieser Bildungsausfall, der wird vielen Ländern noch in 10 Jahren oder so auf die Füße fallen. Außerdem sind es eben gerade die Menschen, die keine Möglichkeit haben, sich zu schützen, die nicht Homeoffice beispielsweise betreiben können, die teilweise jegliche wirtschaftliche das Einkommen verloren haben während der Pandemie. Und was wir auf einer eher staatlichen Ebene schon erleben, und das könnte auch angesichts von Inflation, aber auch dem Krieg in der Ukraine, der eher dazu führt, dass jetzt Geld in Militär und Verteidigung gesteckt wird, was wir aber schon seit der Corona-Pandemie sehen, ist, dass es zu einem weiteren Rückgang der Gelder für Entwicklungszusammenarbeit kommt. Stück weit auch verständlich, weil zum einen die Steuereinnahmen in vielen Ländern durch den Wirtschaftsrückgang zurückgehen und diese Gelder dann ja auch durchaus verständlicherweise erstmal in nationale Wirtschaftsaufbauprogramme gesteckt worden sind. Aber das gefährdet die Umsetzung der SDGs in noch größerem Maße in Zukunft, als das sowieso schon der Fall gewesen ist. Überhaupt Ungleichheiten, auch eine ganz, ganz große Herausforderung in den SDGs. Ungleichheiten steigen an, die gehen überhaupt nicht zurück. Hier Zahlen, die auch auf Zahlen der Vereinten Nationen basieren, die aber von Oxfam aufgearbeitet worden sind. Die vergleichen das Reichste mit dem ärmsten Prozent. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat dazu mal gesagt, dass gerade die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass wir zwar in der Tat alle auf demselben Ozean treiben, aber eben nicht im gleichen Schiff sitzen, im selben Boot sitzen, sondern die einen auf Luxusjachten fahren, während die anderen sich an Treibgut klammern und hoffen, nicht unterzugehen. Und eine Erkenntnis, die es auch schon seit mehreren Jahren im UN-System gibt, das hängt mit diesem Konzept der menschlichen Entwicklung zusammen, was ich vorhin mal erwähnt hatte, ist, dass sich Ungleichheiten auch verändern. Es heute einfach neue Formen von Ungleichheiten gibt, dass der Klimawandel Ungleichheiten verstärkt, dass es heute aber beispielsweise auch durch technologische Innovation ganz neue Formen der Ungleichheiten gibt und heute mehr auch, ob man jetzt Zugang zum Internet hat, darüber entscheiden kann, welche Lebenschancen, Lebensperspektiven man in Zukunft hat, als nur in Anführungszeichen Bildung oder Gesundheitsthemen. Das heißt, die Gründe für Ungleichheiten, die haben sich auch verändert in den letzten Jahren. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass in SDG 17 auch festgeschrieben ist, dass 0,7% des Bruttonationaleinkommens der reicheren Staaten für öffentliche Entwicklungshilfe zur Verfügung gestellt werden sollten. Da sind wir auch vor Corona schon, und wie gesagt, jetzt könnte es noch schlimmer werden, weit von entfernt. Und das trifft wiederum auch auf eine Situation, wo man grundsätzlich sagen muss, dass auch internationale Politik, die UN, chronisch unterfinanziert sind. Und wir in den letzten Jahren, vielleicht kehrt es sich jetzt langsam wieder um, auch einen sehr, sehr starken Trend bei den freiwilligen Beiträgen, die einen wichtigen Teil der Finanzierung von Organisationen wie beispielsweise der Weltgesundheitsorganisation ausmachen, einen starken Trend hin zu sogenannten gebundenen Mitteln hatten. Das heißt, Deutschland geht hin und sagt, Weltgesundheitsorganisation, ich gebe euch hier Geld, aber eben nicht so, dass ihr dann mit allen Staaten gemeinsam entscheiden könnt, was ihr damit tut, sondern ich gebe euch vor, unsere deutsche Priorität ist jetzt ein willkürliches Beispiel, wir wollen Polio und nicht AIDS bekämpfen, deshalb geben wir euch das nur Geld nur für die Polio-Bekämpfung, nicht für die AIDS-Bekämpfung, auch wenn alle anderen 192 Staaten sagen würden, nee, wir brauchen das Geld eigentlich jetzt eher für die AIDS-Bekämpfung. Das heißt, dass einfach so ein Stück weit internationale Unabhängigkeit der UN und auch gemeinsame demokratische Entscheidungsfindung auf internationaler Ebene da verloren gegangen ist. Ich möchte jetzt zum Abschluss kommen, mich da auch ganz kurz halten. Wir befinden uns, das ist ganz klar, derzeit in einer sehr, sehr schwierigen Phase der internationalen Zusammenarbeit, insgesamt nicht nur mit Blick auf die SDGs. Denke nur an den Ukraine-Konflikt derzeit. Ich glaube aber, dass diese Zeit der Krise letztlich in eine Zeit der Reform münden muss. Eine Zeit, in der wir hoffentlich erkennen, dass wir so nicht weitermachen können und dass dann, wenn vor allem dieser unsägliche Krieg in der Ukraine hoffentlich dann irgendwann zu einem Ende kommt, es wichtig ist, wieder globales Vertrauen aufzubauen und gemeinsam an den Problemen zu arbeiten, die es gibt. Denn globale Probleme können nur gemeinsam gelöst werden. Das heißt nicht, dass wir hier in Deutschland auch auf persönlicher Ebene nicht vorangehen sollten und das tun sollen, was wir tun können. Aber
es braucht eben auch dieses gemeinsame Herangehen international. Und dafür braucht es aus meiner Sicht auch eine ehrliche Halbzeitbilanz der SDGs dann im kommenden Jahr, wenn ein Gipfel in New York stattfinden wird, um eben zu evaluieren, wo stehen wir und wie können wir die SDGs noch erreichen. Ist jetzt schon ein bisschen her. Entschuldigung, jetzt fährt hier gerade bei mir mein Sonnenschutz hoch, deshalb verändert sich jetzt gerade die Lichtlage. Ich rede aber trotzdem einfach mal weiter. Schon im Jahr 2019 hat es erstmals einen globalen Nachhaltigkeitsbericht gegeben, der vergleichbar ist wie die Berichte des Weltklimarats, des IPCC, der quasi für den Bereich der SDGs wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengefasst hat. Und dieser Bericht hat festgehalten, dass ein Erreichen der SDGs noch möglich ist. Das gilt auch für jetzt. Dass es jetzt noch möglich ist. Aber was wir dafür brauchen, ist ein fundamentaler und umgehender Wandel im Umgang zwischen Menschen und Natur und eben den politischen Willen, das jetzt schnell anzugehen. Was mir tatsächlich Hoffnung macht, ist, dass die SDGs sich ja nicht nur an Staaten richten, sondern auch an andere Akteure und dass es, wenn wir uns die Zivilgesellschaft angucken, glaube ich, viel Bewegung gibt. Schauen wir nur auf Fridays for Future, auf die Klimaklage in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, auf die derzeitige Initiative, die auch wesentlich von der Zivilgesellschaft vorangetragen wird, in Zusammenarbeit auch mit pazifischen Inselstaaten in dem Fall. Den Internationalen Gerichtshof, um ein Rechtsgutachten zum Klimawandel zu bitten. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen unwichtig, aber dieses Rechtsgutachten, das wäre tatsächlich eine ganz, ganz wesentliche Basis dafür, in Zukunft auch den Klimawandel in menschenrechtlicher Hinsicht auf internationaler Ebene anzuerkennen. Das heißt, das, was die Zivilgesellschaft tut, das macht mir doch durchaus Hoffnung. Und auch wenn ich auf die Wirtschaft gucke, die natürlich derzeit in vielerlei Hinsicht immer noch Problem an, nicht Lösung irgendwie für die SDGs ist, dann habe ich doch zumindest die Hoffnung, dass es für viele Unternehmen, das sieht man jetzt auch schon, in Zukunft schwieriger werden wird, an geeignetes Personal zu kommen, wenn man nicht zumindest versucht, nachhaltiger zu werden, weil vielen jungen Menschen, gerade vielen gebildeten jungen Menschen, die diese Unternehmen einfach auch brauchen als Personal, in Zukunft die Themen Nachhaltigkeit so wichtig sind, dass auch aus der Hinsicht, sie sich überlegen müssen, ob sie diese Themen wirklich völlig liegen lassen können. Und zum anderen gibt es wirklich sehr, sehr viele auch positive Beispiele von Startups, kleineren Unternehmen, die wirklich versuchen, Beiträge auch zur Umsetzung der SDGs zu leisten. Und natürlich richten sich die SDGs, und damit komme ich dann zum Ende, auch an uns selber. Und nachdem ich jetzt viel über die globale Ebene geredet habe, ist mir das nochmal wichtig, deutlich zu machen. Ja, die SDGs sind komplex. Ja, es gibt Querverbindungen zwischen allen Zielen. Sie hängen irgendwie zusammen. Manchmal gibt es auch Zielkonflikte. Und wenn man in die eine Richtung geht, geht man einen halben Schritt in eine andere Richtung wieder zurück. Und sich diese Komplexität bewusst zu machen, das ist wichtig. Aber man darf sich von dieser Komplexität auch nicht abschrecken lassen, sondern es ist wichtig, trotzdem anzufangen, im Kleinen zu handeln, notfalls auch kleine Schritte zu gehen und notfalls auch einfach mal auszuprobieren, was funktioniert. Man braucht, glaube ich, ein Stück weit auch den Mut, auf dem Weg hin zu Nachhaltigkeit, zu nachhaltiger Entwicklung dazu zu lernen, auch mal zu schauen, was funktioniert für mich persönlich in meinem eigenen Leben und dann auch durchaus einzusehen, wenn man nach 2 Wochen feststellt, nee, das funktioniert für mich so nicht, weil da jetzt plötzlich 3 andere Probleme auftauchen, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet habe. So ist das manchmal, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Aber es ist wichtig, es trotzdem zu versuchen und ja, den Mut zu haben, auch anzufangen und vorauszugehen und zu beginnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hasenkamp. Sie hören den Beifall rauschen, ne? Ganz herzlichen Dank. Ein schöner, kritischer Überblick, sehr präzise. Sie haben reingeguckt, was die SDGs wirklich sind. In Deutschland wird das ja alles so ein bisschen so gemacht. Herausgearbeitet ist eigentlich eine entwicklungspolitische Aufgabe auch für uns in Deutschland und durch uns ist. Sie haben dargestellt diese Hochkomplexität in den Vereinten Nationen selbst. Habe ich auch viel gelernt.
Und sehr schön ist deutlich und sehr klar ist rausgekommen, die Differenzierung der Erreichung der Ziele sind von Ziel zu Ziel völlig unterschiedlich. Das sind Ihre grün-roten Karten da. Klima, völlig was anderes als Ozeane, völlig was anderes als Ungleichheit, als Hunger. Das ist sehr, sehr deutlich klar geworden. Vermieden haben Sie, kann ich gut nachvollziehen, eine Prognose, wo wir 2030 dastehen. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber es ist rausgekommen, es ist ein dauerhafter Prozess, der sich auch an uns richten muss. Jo, vielen Dank erstmal. Ich habe einen ganzen Riesenzettel von Fragen, weil sich ganz viele Fragen jetzt aufaddiert haben im Laufe Ihres Vortrags immer mehr. Zunächst zwei ganz kurze Voranmerkungen. Zum Ersten, im Chat hat jemand einen Hinweis gemacht auf eine neue Studie der Uni Utrecht, die darauf auf den Zustand der SDGs hinweist. Und zweitens, wer die Folien von Ihnen nachlesen will, meine Damen und Herren, das können Sie in 2-3 Tagen auf unserer Webseite runterziehen. A, die Folien, B, die ganze Veranstaltung nochmal anschauen, nur damit Sie nochmal wissen, um was nachlesen zu können. Fange ich mal mit den einfachen, kurzen Fragen an, Herr Hasenkamp. Wie kommt es, dass China im Bereich Klima so grün dasteht? Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Frage. Ist vielleicht tatsächlich gar nicht so eine ganz einfache Frage. Da müsste man sich jetzt im SDG-Index genau angucken, welche Indikatoren dort gewählt worden sind. Ich habe die leider auch nicht für alle Ziele oder alle Unterziele im Kopf parat. Aber ich würde mal auf jeden Fall nicht nur die Vermutung äußern, sondern das ist auf jeden Fall ein entscheidender Punkt, dass natürlich der CO2-Ausstoß pro Kopf da auch gemessen wird. Und der ist in China weiterhin deutlich geringer auch als er in Deutschland ist. Zum anderen muss man dazu sagen, dass wer sich für die SDGs interessiert, lade ich gerne mal dazu ein, das zu tun, man sich mal die Unterziele von SDG 13 angucken sollte. Die sind extrem unambitiös, würde ich sagen. Also da kommt dann doch so ein bisschen das durch, was ich eingangs gesagt hatte, dass SDG 13 durchaus umstrittenes Ziel ist. Und eigentlich legt man in SDG 13 anders als in vielen anderen SDGs überhaupt gar keine eigenen Ziele zum Klimaschutz fest, sondern sagt im Wesentlichen, dass die Klimarahmenkonvention umgesetzt werden soll, man sich da an den Verhandlungen beteiligen soll und Ähnliches. Ja. Und von daher bin ich mir tatsächlich nicht sicher, welche Indikatoren da der SDG-Index an der Stelle wählt, aber würde grundsätzlich so ein bisschen davor warnen, SDG 13 überzubewerten. Das ist nicht so wirklich aussagekräftig, was Klimaschutz angeht. Dazu kommt gerade im Chat ein Hinweis. Historisch betrachtet hat China natürlich relativ in Summe relativ wenig CO2 emittiert. Ne? Und pro Kopf heute auch. Aber heute ist es natürlich explosionsartig hingegangen. Wenn man das historisch betrachtet, hat Deutschland sicher eine ganz rote Karte. Gut, nächste, genauso leichte, kurze Frage. Wie sieht die rot-grüne Karte aus für das Ziel 12? Haben Sie die zufällig da? Ja, kann ich gleich mal kurz teilen, wenn Sie mir 20 Sekunden geben. Oh, da zähle ich jetzt ab. Also ich hoffe, dass das in 20 Sekunden klappt. So. Genau, dann teile ich nämlich jetzt mal eben nochmal meinen Bildschirm. Dann können wir rein theoretisch auch zu der Frage vorher mal kurz nachgucken, was die Indikatoren sind. Ich hoffe, Sie sehen jetzt... Nicht zu tief. Gut. Okay. Sehen Sie jetzt diese Karte hier? Ja. Genau. Die Frage war nach SDG 12, richtig? Ja. Ah ja, genau. Dann sieht man auch, wie sich das funktioniert. Ja, ist gut. Genau, sehen wir auch diese ja, nicht ganz so scharf, aber so ein bisschen diese Nord-Süd-Teilung. Südamerika ist jetzt auch nicht so gut gefärbt, aber Afrika, Indien schneiden da relativ gut ab und der globale Norden eben absolut gar nicht. Gut, vielen Dank. Aber Sie haben jetzt auch schön gezeigt, wie man sich das selber anschauen kann, ne? Im Monitor und dann die einzelnen Ziele anklicken und dann sieht man die Karte. Sehr schön, vielen Dank. Genau, und hier hätte man dann rein theoretisch noch die Indikatoren, ne, die man dann auch für alle Ziele wählen kann. Ja. Gut, super. Wieder was gelernt.
Kleine, aber tiefgehende Frage. Können Sie wenigstens bitte schön einen Bereich angeben, wo sich die Ziele wirklich, wo man substanzielle Fortschritte messen kann? Gibt es sowas? Sie sehen, ich muss einen Moment überlegen. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Einfach auch deshalb, weil die Situation an unterschiedlichen Orten dieser Welt sehr, sehr unterschiedlich aussieht, die Corona-Pandemie durchaus positive Trends wieder ins Gegenteil verkehrt hat. Ich glaube, was man schon sagen konnte bis vor Corona, ist, dass sich die Bildungssituation in vielen Ländern endlich verbessert hat. Das ist ja wirklich ein uraltes entwicklungspolitisches Thema, bei dem dann doch Fortschritte gemacht worden sind, das muss man einfach sagen, und wo auch einfach das Bild von afrikanischen Ländern, wo es kaum Schulen gibt oder so weiter, einfach auch nicht mehr stimmt heutzutage. Das ist das eine. Und ein anderes, da muss ich nur aufpassen, wie ich es jetzt formuliere, dass ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehne, aber wo es, glaube ich, schon positive Verbesserungen gibt, auch wenn wir da auch noch einen super weiten Weg haben, diese Ziele zu erreichen, ist, glaube ich, schon Ziel 5 zur Überwindung von Geschlechterungleichheiten. Wie gesagt, da ist noch ein enormer Weg vor uns, gerade auch bei uns in einem Land wie Deutschland. Aber da erleben wir doch, dass wir in vielen Gesellschaften, nicht in allen, aber doch in vielen Gesellschaften zumindest eine stärkere Sensibilisierung für dieses Thema haben, als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Glaube Kommentar auch. Bitte, Kommentar aus dem Chat war auch, Bildung und Hunger waren ja schon, haben ja quasi längere Historie, waren ja schon wesentliche Elemente in den Millenniumszielen. Ja. Ne? Sind also nicht nur an die letzten 8 Jahren zu messen. Ja. Gut. Dann darf ich freundlicherweise zu einem Brocken von Frage übergehen. Mal beginnend, Sie haben die Brundtland-Kommission da zitiert. Mhm. Ganz kurze Info nochmal an die Münchnerinnen und Münchner von uns hier. Ihr wisst, Sie wissen, dass die München-Initiative Nachhaltigkeit gibt und die hat ein Schlagwort. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht falsch einigermaßen richtig zitiere. Wir in München wollen so leben und wirtschaften, dass die Entwicklung oder die Potenziale künftiger, heutiger Generationen und künftiger Generationen weltweit nicht beeinflusst werden. Das ist quasi die Übersetzung der Brundtland-Kommission für München. Das ist das Ziel der München-Initiative Nachhaltigkeit. Passt ja sehr gut. Sie haben in dem Zusammenhang berichtet, dass in den SDGs damals noch das Wort Entwicklungsländer auftaucht und Sie haben sehr mit einem kritischen Unterton berichtet, dass da ja von Wirtschaftswachstum und so weiter die Rede war. Und jetzt taucht natürlich sofort die Frage auf, ja, wird denn da bitte schön Bruttosozial- oder Bruttoinlandsprodukt gemeint, also die Aufaddierung der Güter und Dienstleistungen im Sinne der SDGs? Das ist ja nun wirklich ein völlig ungeeigneter Indikator für Wohlergehen, Grundbedürfnisse erfüllen und so weiter und so weiter. Hat man das in den SDGs blind übernommen oder wurde das damals und wird das heute kritischer gesehen? Ja und nein. Also so ein bisschen beides in einem, was ein Stück weit eben auch zeigt, dass die SDGs, auch wenn sie eine Vision sind, dann letztlich irgendwo auch ein Kompromiss sind und dass sie überhaupt nicht perfekt sind und vor allem kein ganz klares eigenes Verständnis herausarbeiten konnten, was wirklich nachhaltige Entwicklung ist und was vielleicht auch nicht. Wenn wir uns jetzt die Unterziele von SDG 8 anschauen, dann stehen die ganz klar auch im Verständnis von Wirtschaftswachstum im Sinne von Steigerung des Bruttonationaleinkommens oder Bruttoinlandsproduktes. Wie gesagt, mit dem Vorzeichen, dass es nicht unbedingt für Deutschland gilt, sondern vor allem für die weniger entwickelten und vor allem am wenigsten entwickelten Länder. Da werden auch konkrete Zahlen genannt, wie hoch das Wirtschaftswachstum pro Jahr sein soll. Wir haben aber gleichzeitig, ich glaube, das findet sich dann in SDG
17, also dem zu globalen Partnerschaften. Das ist ähnlich so wie SDG 10, auch so ein bisschen so ein Platzhalter, wo so einiges geparkt worden ist, wo man sich sonst nicht so sicher war, wo das hinpasst. Haben wir ein explizites Unterziel dazu, dass neue Messgrößen jenseits des Wirtschaftswachstums entwickelt werden sollen. Und ich würde schon sagen, in der Gesamtheit der SDGs ist es, glaube ich, eher im Verständnis dieses Konzeptes der menschlichen Entwicklung irgendwie zu verstehen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand die Illusion hat, Entwicklung insgesamt durch Wirtschaftswachstum allein erreichen oder definieren zu können. Und trotzdem ist die ehrliche Antwort, in den SDGs steckt auch der Gedanke Bruttonationaleinkommenssteigerung mit drin. Ja, okay. Sagen wir mal historisch auf jeden Fall. Im Umkehrschluss dürften sich denn Deutschland darauf berufen, in den SDG steht ja, dass unser Bruttoinlandsprodukt steigen darf. Wir wollen also Wachstum, Wachstum, Wachstum. Kann man das herleiten? Nee, das kann man aus meiner Sicht so nicht herleiten. Man kann aber auch nicht zwingenderweise das Gegenteil herleiten. Es steht auch nicht drin, Deutschland darf kein Wirtschaftswachstum mehr haben oder die reicheren Länder hatten jetzt genug Wirtschaftswachstum, jetzt ist auch mal gut, jetzt sind die anderen dran. Das steht so deutlich eben nicht drin. Aber aus meiner Sicht kann Deutschland das, gerade wenn wir die Gesamtagenda so betrachten, für sich nicht so herleiten, dass dieses ewige Wirtschaftswachstum auch für Deutschland zu gelten hat, sondern ist schon klar, dass Deutschland, deshalb hatte ich das vorhin gesagt, aus meiner Sicht vielleicht weniger eine nachhaltige Entwicklung nur braucht, sondern mehr eine Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit. Ja, das ist mein Verständnis. Der Anspruch an Deutschland wäre dann eben im Gegenzug, du musst auch mitwirken, Ungleichheiten abzubauen. Ne? Genau. Gut, okay. Dritter großer Fragenkomplex. Sie haben ja sehr schön herausgearbeitet, in einer Folie, ich erinnere mich noch gut, Umsetzung in Deutschland, Umsetzung mit Deutschland und Umsetzung durch Deutschland. Hat sich folgende Frage komplex ergeben im Chat. Haben sich die Ziele und gegebenenfalls wie haben sich die Ziele SDGs in deutscher Politik tatsächlich beeinflusst, umgesetzt? Mhm. Sieht man das zum Beispiel an der sogenannten deutschen Entwicklungspolitik? Ja. Hat sie den Umgang Deutschlands mit anderen Ländern, sogenannten Entwicklungsländern, verändert? Oder ist das eigentlich aus deutscher Sicht, ich zitiere jetzt einen anderen Begriff, der im Chat gekommen ist, ist das nicht alles aus Deutschland nur Ankündigungspolitik, Ankündigungsparadox, um weiterzumachen, wie wir schon immer gut gemacht haben? Erster Teil der Frage, zweiter Teil der Frage, sehen Sie einen Unterschied unter der Regierung Merkel und jetzt unter der Regierung, unter der neuen Ampelregierung? Merkt man da Unterschiede? Ja, also sehr, sehr gute Fragen. Zum ersten Aspekt würde ich tatsächlich sagen, dass ich glaube, wenn wir uns die deutsche Regierungspolitik oder deutsche Staatspolitik angucken, Entwicklungszusammenarbeit ist ja dann auf der ausdifferenzierten Ebene jetzt auch nicht unbedingt was nur von Regierungen gesteuert wird, sondern da stehen natürlich auch Beamte irgendwie oder Behörden dahinter, die da, glaube ich, manchmal auch sehr, sehr lange brauchen, aber gerade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit auch durchaus ein bisschen was verstanden haben mittlerweile. Aber wenn wir uns jetzt deutsches Regierungshandeln anschauen, glaube ich, ist das Umsetzung in Deutschland, Umsetzung durch Deutschland das sehr viel größere Problem. Bei der Umsetzung mit Deutschland würde ich schon sagen, dass da die SDGs schon die Grundlage sind und wenn da irgendwer Anträge schreibt für irgendwelche Projekte, dann wird da auch immer ein Bezug zu den SDGs hergestellt werden müssen. Also ist das die Grundlage, auf der entschieden wird, welche Projekte durchgeführt werden, die SDGs. Das ist an der Stelle auch gar nicht so innovativ neu, weil das ja schon der wichtige Fortschritt ist, der quasi mit den MDGs erreicht worden ist, auch wenn sie weltweit nicht umgesetzt worden sind, dass sie doch zum ersten Mal so eine globale Koordination der entwicklungspolitischen Bemühungen irgendwie ermöglicht haben. Und das würde ich schon sagen, dass das jetzt die SDGs übernommen haben. Ein Problem ist natürlich an der Stelle, dass die SDGs eben nicht immer ganz klar sind, dass es da durchaus auch Zielkonflikte gibt. Und deshalb gibt es natürlich irgendwie auch immer noch Projekte, die auch gar nicht jetzt aus böser Absicht oder weil da gravierende Fehler gemacht worden sind, sondern einfach, weil sowas leider passiert.
würde auch die Menschen in Schutz nehmen, die solche Entscheidungen hintertreffen, wird es immer noch Projekte geben, die eigentlich was Gutes wollen, aber hinterher vielleicht mehr negative Nachteile irgendwie haben, weil man zwar bei einem Ziel vorangeht, aber bei drei anderen zurückgeht. Aber ich würde schon behaupten, dass dieses ganzheitliche Denken heute in der Entwicklungszusammenarbeit stärker vorhanden ist, als das früher der Fall gewesen ist. Und ich würde auch behaupten, wobei ich da nicht sicher sagen kann, ob das jetzt wirklich mit den SDGs zusammenhängt oder ein Trend ist, der schon vorher auch losgegangen ist, dass sich Entwicklungszusammenarbeit schon deutlich verändert hat im Vergleich zu früher, als wir auch noch stärker dieses Bild vielleicht der Entwicklungshilfe genutzt haben. Ich spreche ja nicht ohne Grund, und viele tun das heute eher von Entwicklungszusammenarbeit, weil der Gedanke schon sehr viel klarer heute der ist, dass eben nicht ein Staat da seinen Geldtopf auftut und jemand anderes nimmt das Geld, sondern dass es schon ein viel kommunikativerer Prozess ist, ein Austausch, wo man gemeinsam überlegt, was sind die Bedürfnisse, was für Maßnahmen kann man aufziehen. Das ist, glaube ich, heute alles sehr viel partizipativer geworden, sicherlich noch nicht perfekt, aber ich glaube, da sind wir sehr, sehr viel besser, als wir vor 20, 30 oder auch vor 10 Jahren gewesen sind. Das mag nur zum Teil mit den SDGs zusammenhängen und zum Teil ist es sicherlich einem Umdenken geschuldet, was auch schon vorher eingesetzt hatte, dass es doch mehr diese Begegnung auf Augenhöhe gibt. Die ist natürlich immer per se kein wirkliches Verhältnis auf Augenhöhe, wenn der eine Geld hat und der andere nicht. Und da sind wir wieder beim Reduzieren von Ungleichheiten, was wir eigentlich wollen. Aber ich glaube, dass es heute sehr viel mehr auf Augenhöhe passiert, als es früher der Fall gewesen ist. Das war der erste Aspekt. Der zweite Aspekt war ja die Frage auch nach Unterschieden zwischen Regierung Merkel, Regierung Scholz. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einen Aspekt dieses Frageblocks übersehen, dann weisen Sie mich bitte nochmal darauf hin. Ich glaube, dieser Vergleich zwischen Regierung Merkel und Regierung Scholz ist deshalb nicht einfach, weil also zum einen die Regierung Scholz jetzt doch noch gar nicht so lange im Amt ist, aber vor allem dann mit Inflation und Ukraine-Krieg direkt solch gravierende Themen irgendwie zu Beginn deren Amtszeit eingetreten sind, die einen Vergleich ein Stückweise auch, glaube ich, nicht fair machen würden. Natürlich waren die Erwartungen sehr, sehr groß an die Regierung Scholz, insbesondere aufgrund der Beteiligung der Grünen irgendwie, dass sie mehr Gewicht auch auf die ökologischen Aspekte der SDGs, aber auch auf die Umsetzung der SDGs insgesamt legen würde. Im Koalitionsvertrag tauchen die SDGs auch zumindest als globale Vision, glaube ich, auf. Zumindest in den ersten Fassungen war das der Fall. Und trotzdem muss man natürlich ein Stück weit konsterniert feststellen, dass jetzt sollen die Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden. Jetzt geht man betteln in anderen Staaten, um Gas zu bekommen, was man aus Russland nicht mehr bekommt. Also wenn wir uns jetzt die Realpolitik angucken, würde ich sogar eher sagen, an manchen Stellen ist es schlimmer geworden. Und Dinge, über die wir irgendwie zurzeit Merkel irgendwie in den letzten Jahren noch nicht geredet haben, die sind jetzt auf einmal wieder auf der Agenda. Aber das liegt natürlich an der weltpolitischen Lage. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt der Regierung als eine böse Missachtung der SDGs, die es unter Regierung Merkel nicht gegeben hätte, anlasten, sondern das ist, glaube ich, der Weltsituation geschildert. Ich glaube, auf so einer Einzelpersonenebene hatten wir schon eine ganze Reihe an Ministerinnen, Ministern jetzt im Kabinett Scholz, die auch vorher schon, bevor sie Ministerinnen, Minister geworden sind, die SDGs zumindest kannten und sich dafür eingesetzt haben. Wir haben auch natürlich jetzt eine Entwicklungszusammenarbeitsministerin, die vorher Umweltministerin gewesen ist, die ja hier regelmäßig auch mit dem SDG-Anstecker, diesem bunten Anstecker mit all den Farben in der Öffentlichkeit auftritt, habe jetzt vor anderthalb Wochen gelesen, deshalb auch in Verschwörungstheorien jetzt verbreitet wird, dass sie damit irgendwie signalisiert, sie ist für den Bevölkerungsaustausch oder irgendwie irgendwelche absurden Konzepte, was natürlich nicht stimmt. Also ich glaube schon, dass eigentlich, wenn die Weltlage das hergeben würde, wir schon jetzt ein Kabinett haben, wo es den Wunsch bei vielen gibt, mehr in Richtung SDGs zu tun. Aber klar, Tankrabatt und Co. sind da die völlig falsche Richtung. Gut, soweit, Asenkamp, Ihre eher positive Einstellung, einer positiveren Entwicklung. Ja, ist
diskussionsfähig. Aber an der Stelle würde ich gerne sagen wollen, das ist ja nicht nur ein Thema für die da oben in der Bundesregierung. Das ist ja auch auf Landesebene und bitteschön auch auf Stadt München und Sie und ich und wir auch. Deswegen gestatten Sie mir noch ganz schnell noch mal eine Anmerkung für die Situation in München, für diejenigen unter Ihnen, meine Damen und Herren, die noch mal wissen wollen, wie ist denn die Lage in München? Zunächst mal hatte ich vorhin das zitiert, den Wahlspruch da von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit. Können Sie jetzt im Chat nachlegen? Ich war aus dem Kopf gar nicht so falsch, das ist richtig so. Zwei Hinweise noch. Das Deutsche Institut für Urbanistik hat einen Städtevergleich gemacht und hat unter anderem München untersucht. Wie steht denn München da mit den SDG-Zielen? Sehr interessant, lesen Sie mal nach. Und dann kann ich nur dringlichst empfehlen, wir hatten ja am 1. April ein Stadtratshearing zur Nachhaltigkeitssituation. Ich meine, man muss sich das vorstellen, die ersten Ideen, die wir vorgetragen haben, ich persönlich war dabei, war vor 6 Jahren, wo wir mit dem Oberbürgermeister in der Sitzung gesagt haben, bitteschön, wir brauchen einen Nachhaltigkeitsrat, wir müssen nachhaltiger werden und. Und jetzt immerhin nach 6 Jahren ein Stadtratshearing, wenn immer auch noch nicht weiter. Aber meine Beobachtung, und das können Sie nachgucken im Netz, schauen Sie sich das mal an, was da diskutiert wurde und wer da dabei war. Meine persönliche politische Einschätzung ist, hinter den Stand vom 1. April kann die Politik in München nicht mehr hinterfallen. Die haben jetzt andere Beispiele bekommen, wie es in anderen Städten geht und gut geht. Und da muss München jetzt endlich mal in die Puschen kommen. Ich darf so frech sein und den Oberbürgermeister von Wuppertal zitieren, Herrn Schneidewind, der sinngemäß gesagt hat, ihr Münchner seid doch sonst immer vorne dran. Warum seid ihr denn bei der Nachhaltigkeit ganz am Schlusslicht? Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Also gut, ja, also ich komme wieder runter. Hasengab, ich habe noch eine Frage. Ich gucke gleichzeitig auf die Uhr. Eine Frage, die noch mal an einen Gedanken von Ihnen anknüpft. Wir haben weltpolitisch betrachtet Vertrauenskrise. Heute, wer von Ihnen Nachrichten geguckt hat, mich hat es hier umgehauen, hat Herr Putin veröffentlichen lassen, dass er die russische Wehrmacht, Streitkräfte ertüchtigen wolle, unter anderem mit neuen Raketen mit dem Typ, die 10 Atomsprengköpfe transportieren könnte, mit der Begründung, das Vertrauen in das Verhältnis mit dem Westen sei gestört, langfristig gestört. Reden wir über Vertrauen. Nachhaltigkeit umzusetzen, setzt Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen voraus. Das ist zurzeit nicht da, definitiv nicht. G7 ohne Russland, G20 ohne Russland, Vereinten Nationen, Russland oder auch andere Städte sagen zu allem Nein, das geht so nicht. Frage an Sie. Wie kommt man denn da wieder raus? Die Frage ist zu banal, das geht so nicht. Aber könnte vielleicht das Thema Klima, weltweite Klimakrise einerseits, oder vielleicht sogar erst recht das Thema Nachhaltigkeit, die Entwicklung, ein vertrauensbildendes Medium sein in den Gremien der Vereinten Nationen, um dieses Vertrauen wieder herzukommen, um in diesen Themen weiterzukommen? Was ist Ihre Einschätzung? Na, es wäre auf jeden Fall meine Hoffnung. Also Sie haben natürlich recht, die derzeitige Situation ist keine leichte und der Krieg in der Ukraine und all die damit zusammenhängenden neuen Fronten, die sich auftun in der internationalen Politik, werden Auswirkungen auf alle möglichen Themenbereiche haben. Wenn die USA und Russland nicht mehr miteinander reden, wird das auch die Klimakonferenzen betreffen, beispielsweise. Was ich an der Stelle als ein konkretes, ganz kleines Hoffnungszeichen sehe, ist, dass doch bei vielen internationalen Verhandlungsprozessen der Faden noch nicht völlig abgerissen ist. Das heißt, auch bei den Klimaverhandlungen beispielsweise, aber es gibt ja eine Vielzahl internationaler Verhandlungsprozesse, die auch eher hinter den Türen weiterlaufen. Nächste Woche findet in Lissabon eine UN-Ozeankonferenz statt, die sich beispielsweise mit so Fragen wie Tiefseebergbau, die ich vorhin erwähnt hatte, beschäftigen wird. Und grundsätzlich läuft das weiter. Also es hätte auch noch schlimmer kommen können, dass jetzt verschiedene Staaten sagen, Russland beispielsweise, wir nehmen da überhaupt gar nicht mehr teil, wir boykottieren das Ganze jetzt. Von daher, das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass solche Prozesse vielleicht doch weiterlaufen könnten.
Ansonsten glaube ich schon, dass zum einen die Vereinten Nationen natürlich die Lösung sein müssen, eigentlich auch nur die Lösung sein können. Und gerade auch aus der DGVN heraus sind die Vereinten Nationen oder beispielsweise der Generalsekretär Antonio Guterres durchaus auch kritisiert worden, dass er sich nicht früher eindeutiger geäußert und auch angeboten hat als Vermittler. Ich bin sehr froh, dass die Vereinten Nationen diese Rolle jetzt ein bisschen stärker einnehmen, zumindest so im humanitären Kontext. Und von daher, ja, hoffe ich, dass es langfristig die Möglichkeit gibt, irgendwie da rauszukommen. Und um jetzt auf Klima und die SDGs zurückzukommen, ja, bei Klima ist es natürlich so, eigentlich sollte das der gemeinsame Feind von uns sein, ne, der uns vereint. Sehe ich jetzt derzeit noch nicht so sehr. Deshalb würde ich vielleicht sogar noch mehr Hoffnung auf die SDGs richten. Weil man muss schon klar sagen, die SDGs sind ja die gemeinsame globale Vision. Und es hat auch jetzt nicht nach der globalen Eskalation, aber auch vorher nicht, keinen einzigen Staat der Welt gegeben, der klar gesagt hat, wir stehen da nicht mehr hinter, der diese Vision aufgekündigt hätte. Die Staaten verhalten sich nicht unbedingt so, dass sie diese Ziele umsetzen, aber es traut sich auch kein Staat hervor, diese Ziele grundsätzlich in Frage zu stellen. Das ist schon mal etwas Besonderes. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber als 4 Jahre nach Verabschiedung der SDGs, und da war das Momentum des Multilateralismus durchaus auch schon vorbei, der erste große Gipfel wieder zur Evaluation der Ziele stattgefunden hat, 2019 muss das gewesen sein, sind aus fast allen Ländern Staats- und Regierungschefs wieder nach New York gereist zum SDG-Gipfel, was zumindest symbolisch gesehen doch nochmal eine deutliche Bekräftigung dieser Ziele gewesen ist. Und ich glaube, dass auch weiterhin alle Staaten grundsätzlich hinter den SDGs stehen. Und deshalb ja, ich hätte die Hoffnung, dass eine stärkere Betonung der SDGs vielleicht so ein bisschen ein vereinendes Momentum sein könnte, vielleicht auch sein muss. Und ansonsten, das muss man schon auch sagen, führt dann, wenn irgendwann der Ukraine-Krieg hoffentlich bald zu Ende ist, führt keinen Weg vorbei, irgendwie auch wieder vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, es wird nicht gehen, indem man Russland dauerhaft langfristig irgendwie isoliert, sondern natürlich muss man irgendwann auch versuchen, wieder auf Russland ein Stück weit auch zuzugehen und sie einzubinden in das internationale System. Und in der Hinsicht bin ich tatsächlich auch erleichtert, dass eben dieses internationale System grundsätzlich erstmal weiter existiert. Wenn wir jetzt an den Völkerbundzeiten vor dem Zweiten Weltkrieg zurückdenken, der ist dann irgendwann zusammengebrochen in einer ähnlichen Situation. Und daher hoffe ich doch sehr, dass eine Lösung aus diesem internationalen System kommt und die SDGs da vielleicht auch einen kleinen Beitrag leisten können. Vielen Dank, Herr Hasenkamp. Wer soll es denn bitte schön auch sonst anders machen als die Vereinten Nationen und hinkriegen? Und vielleicht macht man das dann eben besser, diese vertrauensbildenden Maßnahmen mit so einem Thema wie Nachhaltigkeit. Ne? Das ist vielleicht leichter zu erreichen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Hasenkamp. Wirklich sehr, sehr aufklärendes Abend heute. Prima und auch die Diskussion ganz toll. Ich habe aus den vielen Fragen und Einschätzungen, ich habe ja nur einige berichten können, ne, gemerkt, da ist unheimlich Dreif drin. Das ist hochinteressant, das Thema. Sehr schön haben Sie es dargestellt. Ganz herzlichen Dank nochmal. Angesichts der Zeit muss ich jetzt ein bisschen holpern, meine Damen und Herren. Geben Sie mir noch 2 Minuten. Ich mache einen kleinen Ausblick noch zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe schon angedeutet, für November bemühe ich mich gerade um Professor Detlef Sprinz vom Potsdam-Institut Klimafolgenforschung, der der Frage nachgehen wird, die ich schon in der letzten Veranstaltung mit Professor Pittel vom WWGU, Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltentwicklung, gestellt hatte. Und das passt jetzt super zu Ihrem Vortrag, Herr Hasenkamp. Warum sind eigentlich Langfriststrategien weltweit, europaweit, deutschlandweit, zum Beispiel zu Transformationen bei Klima und oder zu Nachhaltigkeit, so schwer umzusetzen? Was sind die Ursachen, was sind die Barrieren und wie könnte man diese Barrieren, die sind ja nicht nur politisch, die sind ja auch wirtschaftlich und, wie könnten diese Barrieren abgebaut werden? Also was gehört jetzt genau noch zu diesem Themenblock. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie, dass Sie kriegen ja immer alle unsere Einladungen. Vielleicht wollen Sie dann im November, Dezember auch nochmal reingucken und sich in der Diskussion beteiligen. Das würde wunderbar passen.
So, meine Damen und Herren, ich wende mich nochmal an Sie. Sie haben leider noch keine Sommerpause. Ab Juli, konkret ab 30. Juni, schwenken wir auf einen neuen Schwerpunkt um. Den hatten wir ja schon angekündigt. Klimastrategie München, der dann im Herbst, sprich im Oktober, in den sogenannten Klimaherbst, den jährlichen Klimaherbst im Oktober übergehen soll. Und da ist ja der Schwerpunkt dieses Jahr Lebensraum Stadt. Also unser neuer Schwerpunkt wird dann lauten Klimastrategie München, Lebensraum Stadt, beides verbinden. Und da beginnen wir am 30. Juni mit dem Vortrag von Dr. Christoph Kost vom Fraunhofer Institut ISE, der die Fraunhofer Studie vorstellen wird, Wege zu einem klimaneutralen Deutschland. Das klingt vielleicht für manche Ohren erstmal ziemlich dröge, aber meine Damen und Herren, da ist ein Clou dahinter. Das Fraunhofer Institut hat eine Reihe von Szenarien, wie sich die Energiesysteme entwickeln könnte, und sagt im Kern, die sind alle machbar. Aber die Schnelligkeit, die Schmerzhaftigkeit und so weiter ist abhängig vom Verhalten der Gesellschaft, vom Verhalten der Wirtschaft, vom Verhalten von Ihnen und mir. Und macht dann Szenario, wenn die Entwicklung sich so entwickelt, dann geht es schneller, einfacher, kostengünstiger. Das finde ich saumäßig spannend. Entschuldigung für das Wort. Und dieses Konzept oder diese Überlegungen basieren auf der Koalitionsvertrag der Ampelregierung, ist also neueren Datums, November 2021, hat also die Klimaziele und so weiter der neuen Regierung schon beinhaltet. Finde ich ganz spannend. 30. Juni, Sie sind eingeladen. Dann werden wir am 14. Juli Frau Dr. Trauschke vom Science for Future haben zur beliebten Greenwashing-Behauptung Erdgas als Brückentechnologie. Naja, wohin etwa zu Wasserstoff am 14. Juli. Also der Titel heutiger Stand ist ja durchaus schon fast eine Provokation, ne? Eine bewusste. Aber dieses Thema wurde noch Anfang dieses Jahres von interessierter Kreise auch in München ganz hochgepowert. Auch im Gutachten von Gutachten, die was in München zur Klimasituation sagen sollen. Also das Thema ist ja angesichts der Ukraine-Krise, Kriegs deutlich verschärft. Wir werden nicht so sehr über Ukraine reden, sondern über Wegkommen von fossilen Energien, von Gas, Öl und so weiter. Heute reden wir ja schon wieder über das Wiederanfahren von Kohlekraftwerken. Also die Frage Erdgasbrückentechnologie und hilft uns da mal eben schnell Wasserstoff, wird Inhalt des Vortrags am 14. Juli sein. Und dann am 28. Juli quasi das Gegenthema, für das München besonders berührt, nämlich weg von Öl und Gas und Kohle, nämlich hin zur Geothermie. Wir haben ja in München den großen Goldschatz. Wir sitzen auf geologischen Verhältnissen, wo wir sehr viel, sehr gutes Tiefenwasser haben, das wir zu Geothermiewärme nutzen könnten. Darüber wird Dr. Kai Zosseder von der TU München Lehrstuhl Hydrogeologie vortragen. Herr Zosseder ist gleichzeitig Mitglied im Klimarat München, kann also sehr schnell und sehr intensiv auch die Verbindung zur Politik in München tragen. Ich bin ziemlich sicher, dass Herr Zosseder die Geothermie-Strategie sehr gut darstellt, das ist klar, sondern er wird auch sagen, zu spät, zu wenig, zu langsam, gut, sehen wir. Dann, meine Damen und Herren, haben Sie Sommerpause bis zum September. Da machen wir dann weiter mit dem Schwerpunkt Klimastrategie München. Ich darf mich erstens nochmal bei Herrn Hasenkamp ganz heftig bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich darf mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken, dass Sie so kräftig mitgewirkt haben, so intensiv. Ihnen allen wünsche ich gute Nacherkenntnisse und einen schönen Abend noch.